Einen wunderschönen guten Abend hier zu unserem Donnerstag-Themen-Talk-Stream. Ich bin noch nicht so ganz mit den Begrifflichkeiten so glücklich. Steht auf der To-Do-Liste für die Weihnachtszeit zum drüber nachdenken, was man so alles ändern könnte und wie wir hier alles anpassen. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Schön, dass ihr da seid zu diesem Abend, den ich unter das Thema Serious Games gestellt habe, weil ich das ganz spannend finde. Und weil Serious Games, wie mir so aufgefallen ist in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, immer mehr in den Fokus gerückt sind, zumindest der Berichterstattung im Gaming-Bereich, die ich so verfolge, Mediabiz oder Newsletter, Förderung und so weiter. Kommen wir aber gleich zu. Genau, deswegen machen wir da heute ein kleines Thema. Und ich habe eins rausgesucht, das mir so ins Auge gesprungen ist, und dachte mir, wir können es ja einfach zusammen spielen, ein bisschen einsteigen, ein bisschen gucken, was möchte dieses Serious Games uns alles so beibringen, auf welche Art und Weise. Und da die Bewertungen sehr verhalten sind, dachte ich mir, ist es natürlich auch mal ganz spannend zu schauen, also ein bisschen kritisch darauf zu schauen, was Serious Games einem so vermitteln wollen, mit welchen Mitteln und so weiter. Das wäre der Plan für heute. Genau, Technik hat wie immer nicht funktioniert. Warum sollte es auch funktionieren? Wir machen das ja seit einem halben Jahr und es funktioniert heute nicht. Es liegt nicht an mir. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es nicht an mir liegt, sondern dass angeblich viele Programme, Software und auch Hardware, die so toll sein sollen und uns das Leben erleichtern sollen, einfach nicht funktionieren. Genau, aber ich habe eine Lösung gefunden. Wir gucken, es wird schon klappen und so weiter. Auf jeden Fall, das ist der Plan für heute Abend. Wie geht es euch aber? Erstmal so eine Runde in den Chat fragen, wie das allgemeine Befinden ist, wie ihr alle so durch diese sehr, sehr, sehr dunkle und deprimierende Jahreszeit kommt. Der Weihnachtsstress steht auch vor der Tür, was ich so bei einigen Leuten mitbekommen habe. Alle sind irgendwie wahnsinnig angespannt, alle machen sich viele Sorgen. Es ist schweinekalt hier bei uns in Berlin, fast minus 10 Grad. Ich bin auch die ganze Zeit am Frieren und Hände wärmen und so weiter. Deswegen, ich hoffe, euch geht es soweit gut. Es ist alles im ertragbaren Maße und dass wir hier auch so ein bisschen entspannen können, ein bisschen uns was anderes ansehen können, ein bisschen auf andere Gedanken kommen, ohne dass es nur ganz langweilige Berieselung sein muss, sondern spannende Sachen. Keine Ahnung, ich rede heute ein bisschen Schwachsinn. Ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen, deswegen ist meine Konzentrationsfähigkeit ein wenig in Mitleidenschaft gezogen. Aber auch das macht ja nichts. Genau, ich dachte mir, wir fangen heute vielleicht an, erstmal die Definition von Serious Games uns kurz zu Gemüte zu führen, weil ich da auch selbst erst nochmal schauen musste, was genau die Definition ist und die Abgrenzung. Und wie immer gibt es natürlich im Gaming-Bereich jetzt nicht so ganz krasse, harte Abgrenzung, sondern es ist wie immer alles fließend. Es sind verschiedene Merkmale, die ein Serious Game zu einem Serious Game machen. Aber das natürlich mit anderen Elementen, gerade den unterhaltenden Elementen, natürlich vermischt sein kann. Deswegen nehmen wir unsere allerliebste Quelle, nämlich Wikipedia, und schauen doch einfach mal, wie da die obere Definition ist, um so einen kleinen Eindruck zu kriegen, was Serious Games tun wollen, was sie machen wollen. Also, Vorlesestimme. Ein Serious Game ist ein Brett-, Karten- oder Computerspiel, das nicht primär oder ausschließlich der Unterhaltung dient, wohl aber derartige Elemente enthalten kann. Hallo Netztraktat, schön, dass du da bist. Ah, ein Winkesmiley. Hallo Manamim, auch schön, dass du da bist. Willkommen. Hab gerade schon eine kleine Begrüßungsrunde gemacht. Ich hoffe, euch geht es gut. Habe über die allgemeine Befindlichkeit der Bevölkerung gesprochen, die in meiner subjektiven Wahrnehmung aus meiner kleinen Drachenhöhle hier heraus. Anscheinend gerade geht so die Stimmung, finde ich, überall ein bisschen den Bach runter. Deswegen machen wir uns einen schönen, gemütlichen Abend. Und nein, auch krank. Oh Gott, alle sind krank irgendwie gerade. Hört man auch sehr häufig. Lieblingsmensch ist auch krank. Armer Lieblingsmensch, hallo Lieblingsmensch. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Kann da immer nur sehr empfehlen, das Rezept meiner Urgroßmutter. Was war es? Heiße Zitrone mit Honig und Wodka.
Das tötet alles ab und man fühlt sich danach sehr, sehr gut. Danach schläft man sehr viel und es hat alle Bakterien und Viren gemeinsam ertränkt und ermordet. Kann ich nur empfehlen, es hilft. Genau, heute Abend, diese Omas, ja, erklärt einiges in dieser Familie. Genau, heute Abend nehme ich Serious Games und ich dachte mir, bevor wir so ein bisschen einsteigen, wollte ich mal die Definition von Serious Games von Wikipedia kurz vorlesen, einfach damit wir alle so auf einem Nenner sind, was ein Serious Game überhaupt ist, um dann zu gucken, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, was mir so aufgefallen ist, um dann, das klingt alles so wahnsinnig viel, ist aber in 3 Minuten gemacht, einfach eins zu spielen mit euch zusammen. Da kann ich auch gleich noch was dazu sagen und dann gucken wir einfach, wie uns das Dinge erklären möchte und was da vielleicht auch kritisch zu sehen ist und so weiter. Deswegen, ich war gerade bei dem Vorlesen der Definition laut Wikipedia, was immer eine gute, kurze, knappe Zusammenfassung ist. Genau, ein Serious Game ist ein Brettkarten- oder Computerspiel, das nicht primär oder ausschließlich der Unterhaltung dient, wohl aber derartige Elemente enthalten kann. Gemein haben Serious Games sowie auch Lernspiele das Anliegen, Information und Bildung zu vermitteln. Dies sollte in einem möglichst ausgeglichenen Verhältnis zu Unterhaltungsaspekten geschehen. Ein authentisches und glaubwürdiges, aber auch unterhaltendes Lernerlebnis steht im Mittelpunkt des Interesses. Genre, Technologie, Plattform und Zielgruppe variieren hingegen. Eine formale Abgrenzung zu reinen Unterhaltungsspielen ist nur schwer möglich, da immer die Art und Weise der Verwendung durch den Konsumenten entscheidend für das Erfüllen dieser Kriterien ist. Das ist die Zusammenfassung, fand ich schon mal ganz gut, einfach mal was zu haben. Wobei ich auch hier wieder diese Trennung, ne, unterhaltend, ernst, serious, das ist auch irgendwie immer so eine typische Kulturdebatte. Hatte heute netterweise einen Link zugeschickt bekommen, ich habe den Artikel leider noch nicht gelesen, vom Deutschlandradio Kultur, also einer großen, großen deutschen Hochkultur, Institution, das ist das Wort, zum Thema Fantasy. Ich habe nur die ersten zwei Absätze kurz überflogen und dachte mir, ja, es ist schön, dass Deutschlandradio Kultur da so ein bisschen drüber spricht und hat auch einen Professor eingeladen, der in der Fantastikforschung sehr bekannt ist, der auch ganz tolle Dinge tut. Aber es war auch wieder so ein Tenor dabei, es ist nicht nur für Kinder und Jugendliche. In Fantasy werden auch die großen Fragen des Lebens, gestellt. Ich dachte so, yay! Ich dachte, wir wären endlich mal ein bisschen weiter, aber auch wieder ein anderes Thema. Ich schweife schon wieder ab. Was mich daran erinnert, kennt ihr von Walter Mörs die Zamonienbücher? Da gibt es einen ganz großen, bekannten Dichter, der immer erwähnt wird, und der hat die mythenmetzsche Abschweifung erfunden. Also Mythenmetz ist dieser fiktive Dichter und er hat dann schreibt dann häufig Romane aus der Perspektive dieses Dichters und der hat eine Abschweifung erfunden, also mit Fußnoten, Sternchen, immer irgendwelche ganz anderen Gedankengänge, Rezepte, Begebenheiten aus seinem Alltag in den Roman eingefügt und das erinnert mich gerade da so ein bisschen dran. Kann diese Romane nur empfehlen, das ist sehr, sehr lustig. Genau, kommen wir wieder zurück zum Thema Serious Games. Genau, es gibt dann so verschiedene Anwendungsbereiche, die hier der Artikel aufführt, die ich auch kannte. Gerade so auch im Gesundheitsbereich, in der Bewegungstherapie. Das hatte ich vor Jahren schon mal bei einer Ausstellung beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung miterlebt. Da gab es dann die ersten Firmen, die für Seniorenheime, aber auch für Reha-Maßnahmen so mit der Kinect Games gemacht haben, wo man dann so ein Papierflugzeug ist und so das Papierflugzeug halt durch eine Landschaft steuern muss, um dann Bäumen auszuweichen, Bäumen und Gebirgen und so weiter, so dass man halt diese Bewegungen machen soll, die man dann für, nachdem man eine Rücken-OP hatte oder so, die einfach diese Bewegung halt wiederherstellen sollen, das einfach als spielerisches Element. Ob das jetzt wirklich ein Serious Game ist, keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht so tief in der Debatte drin, fand das aber ganz cool. Und da gibt es sehr, sehr viele Sachen. Und wir hatten auch mal die Diskussion, ne, Spielekonsolen, die dann in SeniorInnenheimen
immer mehr in Verwendung sind zum Beispiel, wo es dann auch viele Spiele gibt, die in diese Richtung gehen, die Wii, Wii Sports war ja schon vor, boah, 10 Jahren so ein Anlass, dass halt auch ältere Leute mehr Bewegung machen. Es fällt alles so ein bisschen in diese Richtung. Und genau, dann haben wir nämlich dann auch noch verschiedene andere Bereiche wie Politik, Kultur, Werbung. Das gesamte Militär ist natürlich ein sehr großer Auftraggeber für Serious Games. Da geht man eher drauf ein, ist aber auch erstmal egal. Also Bildung ist natürlich sehr viel bei dem Thema Serious Games wird das angeführt und geht ja auch in diese Richtung. Gibt es noch ein paar andere Sachen, aber ist erstmal egal. Genau, und heute dieses Spiel, das ich rausgesucht habe, heißt Erhard City. Das Anliegen ist, uns die Ideen und Mechanismen der sozialen Marktwirtschaft nahezubringen. Wo ich mir dachte, ja, erinnert mich so ein bisschen an meine Schulzeit, an die Sozialkundekurse, Oberstufe, Sozialkundeleistung natürlich, wo wir dann natürlich auch das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland aus historischer wie auch wirtschaftlicher Perspektive betrachtet haben, was die soziale Marktwirtschaft ist. Und das verbunden ist ja immer das mit, wie heißt er mit vorne? Ludwig Erhard, dem damaligen Minister in den 50er und 60er Jahren, der das so offiziell eingeführt hat. Jetzt, ah, da ist die Kamera wieder da. Sehr schön, hallo Kamera. Genau, und das Spiel wurde in Auftrag gegeben von der Ludwig Erhard, vom Ludwig Erhard Zentrum, das natürlich mit einem Museum, mit Forschung und so weiter zu ihm und der sozialen Marktwirtschaft tätig ist. Und genau, das dachte ich mir, könnte sehr spannend sein, weil es als Wirtschaftssimulation beworben wurde und ich persönlich mag Wirtschaftssimulationen immer sehr. Habe mir dann die App mal runtergeladen. Ich habe es mir noch nicht, ich habe es selbst noch nicht angefangen, weil ich mir dachte, ich hebe mir das für heute mit euch auf. Und genau, die Bewertungen im App Store sind vernichtend. Es wäre neoliberale Propaganda und man könnte im Prinzip nichts auswählen. Das hätte auch mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun und was weiß ich. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Genau, die Überlegung ist nämlich heute zu schauen, was Serious Games so mit uns machen wollen. Also ist es halt Wissensvermittlung? Ist es vielleicht auch was anderes als nur Wissen zu vermitteln und es anzuwenden? Wie lernt man darüber? Wie bringt man Dinge in Kontext? Wie kritisch kann man mit diesen Infos umgehen? Und es erinnert mich auch jedes Mal, wenn ich Serious Games, Beschreibungen, Ausschreibungen oder sowas sehe, immer an den sehr pädagogischen Ansatz. Dieses ich weiß, was richtig für dich ist. Jetzt muss ich das halt nur noch irgendwie so ein bisschen spielerisch verpacken, damit du verstehst, was ich meine und damit du auf den richtigen Pfad geschubst wirst. Das ist alles so, finde das immer sehr schwierig als sehr freiheitsliebender Mensch, wenn ich so, es hat für mich immer das Gefühl, manipuliert zu werden. Weswegen ich dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehe. Es gibt natürlich Lernspiele, das ist nochmal was anderes. Auch wenn das hier so ein bisschen die Abgrenzung natürlich schwierig ist, wie auch wie Wikipedia uns das auch schon so schön gesagt hat. Aber Serious Games, ja, es hat, im Englischen sagt man, es hat ein Agenda. Es hat halt ein Anliegen, das es vermitteln möchte. Und dann setzt man halt diese verschiedenen Mittel und Methodiken ein. Und das finde ich dann immer so ein bisschen, hat so was von Nudging oder so. Bin da kein großer Fan von, deswegen stehe ich dem Ganzen sehr kritisch gegenüber und mag es nicht, wenn Sachen einem vorgesetzt werden, wo der Ausgang schon bestimmt ist. Also, ihr kennt das vielleicht aus anderen Kontexten von verschiedensten Einrichtungen, egal ob Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, Museen, im musikalischen Bereich. Ich habe ja auch, arbeite ja viel für Kirchengemeinden, also evangelischen Kirchengemeinden. Im ganzen kirchlichen Bereich ist halt auch viel Pädagogisches mit dabei, was halt immer schon alles vorgibt. Und dann will man das halt nur noch irgendwie cool und nett an den Menschen bringen, ohne dass das irgendwie von den Menschen und ihrer Lebensrealität aus gedacht ist. Und das finde ich immer sehr, sehr schwierig, sehr
von oben herab und bin da kein großer Fan von. Genau, also das war so die Überlegung für heute und wir sind ja auch schon wieder mittendrin. Genau. Was wollte ich denn sonst noch? Ich kann es ja vielleicht mal kurz die Webseite zeigen, was sie uns da verkaufen wollen. Moment. Wusch, da sind wir. Ich in einem kleinen Quadrat, das rot eingefasst ist, was überhaupt nicht zu meinem Shirt passt, aber okay. Genau, also das ist die Webseite zu diesem Spiel, das es als Mobile App gibt, für die Tablets als auch für die Smartphones. Ich habe es nicht geschafft, obwohl ich es wollte und obwohl ich weiß, wie es geht und obwohl alles richtig eingerichtet ist, das Tablet einfach anzuschließen, damit es dann von dort läuft, konnte das Spiel aber hier auf den Computer runterladen und es hat die ersten Sequenzen haben gelau sind gelaufen, entsprechend wird das auch funktionieren, kriegen wir schon hin. Genau. Nur damit ihr es mal gesehen habt, was es hier uns irgendwie, also was, wie sie sich halt selbst darstellen. Es ist von diesem Ludwig-Erhard-Zentrum in Auftrag gegeben und von einer Firma, die heißt Wegesrand, wie ich rausgefunden habe, in Mönchengladbach umgesetzt worden und konzipiert worden und gemacht worden. Sie machen interaktive Wissensvermittlung, was immer ein schönes Dings ist. Genau, die sind halt im Prinzip hier auf Game-Based Learning, Serious Games, Gamification, was alles unterschiedliche Spielarten von diesem Thema sind, spezialisiert. Und genau, das wollte ich mir jetzt einfach mal mit euch angucken. Genau. Ne, realitätsnahe Szenarien sollen es sein, also die soziale Marktwirtschaft, die Grundidee aus den 50er und 60er. Einfach angewandt auf zeitgenössische Sachen. Wir spielen eine Bürgermeisterin einer Stadt, die angesichts von Klimawandel, Bevölkerungswachstum und so weiter versucht, ihre Stadt zu regieren. Das ist so die Prämisse. Genau. Ach, da steht's ja auch. Genau. Bewältige die Herausforderung vom Erhard City, indem du die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft anwendest. Nur dann wird Erhard City, ich meine, der Name ist ja auch schon ganz niedlich, eine starke Wirtschaft, gesunde Umwelt und zufriedene Bewohner haben. Genau, also es geht natürlich darum, jetzt nicht irgendwie ein Wirtschaftssystem so aufzubauen, wie man das selbst möchte, sondern die Ideen der sozialen Marktwirtschaft anzuwenden, weil es ist ja ein Serious Game. Aber okay, genau, bla bla bla. Also wir gucken uns das ja gleich an. Energiewende, was hatten sie noch? Na komm, Globalisierung und diese ganzen Themen. Fließen halt mit ein. Oh ja, dysfunktionales System der Altersvorsorge, das klingt doch auch bekannt. Genau. Also deswegen muss man natürlich auch bedenken, was möchte dieses Spiel, was ist die Grundvoraussetzung, wenn die Kritik, im Kontext der Kritik, die ich ja schon erwähnt habe, dass es halt angeblich so neoliberale Sachen wären, und nicht irgendwie soziale Marktwirtschaft oder dass man überhaupt keine Möglichkeit hätte, hier großartig anders etwas zu steuern oder zu machen, als es das Spiel einem vorgibt. Deswegen, das wollte ich jetzt mit euch dann machen und mal einfach mal gucken, was passiert und wie dieses Spiel was es uns einfach erzählen möchte. Jetzt ist die Frage, kriegen wir den Ton oder nicht? Achtung, ich meine, ich finde es nicht so schlimm, wenn wir keinen Ton haben. Ihr müsstet Ton haben, ne? Angeblich sendet es irgendetwas, aber ich hab's nicht. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, aber gucken wir mal. Ich mache jetzt erstmal das Spiel größer. Ja. Gut, ihr habt Ton, sehr schön. Ich mache ein bisschen leiser, damit ihr nicht zu viel habt. Ich so jetzt hier die Hälfte. Wieso habe ich denn keinen Ton? Genau, lass mich mal gerade gucken, ob ich noch es schaffe, den Ton für mich selbst einzustellen. Wenn nicht, ist es jetzt auch nicht so schlimm. So, weil eigentlich müsste das ja mal wieder so ein Capture sein. Ausgabe ist das Multi-Ausgangsgerät. Ich verstehe es einfach nicht. Ich sag's euch, diese Technik macht mich irgendwann noch wahnsinnig und traurig und ich werde es niemals, niemals, niemals verstehen. Theoretisch müsste es eigentlich mir auch was geben, aber es tut es nicht und es ist jetzt auch egal. Ich glaube, so spannend ist die Musik jetzt auch nicht, ne?
noch so ein bisschen leiser für euch und gut ist. Genau, also, das ist das Spiel und es scheint hier zu laufen. Also können wir auch einfach mal gucken, was sie uns jetzt hier sagen. Genau, los geht es. Willkommen in Erhard City. Ach, die Bewohner der Stadt brauchen deine Hilfe. Sie müssen große Probleme lösen. Deine Aufgabe, bewältige die Herausforderung von Erhard City, indem du die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft anwendest. Nur dann wird Erhard City eine starke Wirtschaft, gesunde Umwelt und zufriedene Bewohner haben. Gut, wissen wir, was zu tun ist. Das Tutorial. Macht, glaube ich, Sinn, dass wir es mal kurz durchgehen. Die Stadt lädt. Da ist unsere Stadt. Eine überhaupt nicht typisch deutsche Stadt, aber okay. So. Und wahrscheinlich erzählen sie jetzt irgendwas, was ich hören sollte, ne? Weil ansonsten habe ich nämlich so ein Problem, es nicht zu verstehen, oder? Ja. Genau. Hallo, ich bin Ludwig Erhard, der erste Wirtschaftsminister und zweite Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe ich die soziale Marktwirtschaft eingeführt. Sie hat Deutschland Wohlstand und Stabilität gebracht. Doch nun warten neue Herausforderungen auf uns. Werden wir diese mit Hilfe der sozialen Marktwirtschaft bewältigen? Spiel dieses Spiel und finde es heraus. Sind wir gespannt. Das pusht einen auch überhaupt nicht in irgendeine Richtung. Ah, läuft nur ein bisschen Musik. Sehr gut. Genau. Ja. Ne, also hat schon Deutschland Wohlstand und Stabilität gebracht und jetzt haben wir erst nach was 70 Jahren die Herausforderungen und müssen es anpassen. Genau. Finde ich dann schon wieder auch historisch so ein bisschen. Okay. Willkommen in Erhard City. Hier lernst du meine soziale Marktwirtschaft kennen. Deine Aufgabe ist, für eine starke Wirtschaft, eine gesunde Umwelt und zufriedene Bürger zu sorgen. Dann geht es der Stadt gut. Klingt nach einer Quest hier. Wenn so Ludwig Erhard uns eine Quest gibt, aus dem Grab heraus. Aber naja. Du kannst verschiedene Szenarien spielen. Jedes Szenario behandelt eine aktuelle Herausforderung für unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Klimawandel, Altersvorsorge, Wohnungsmangel, Globalisierung und Energiewende. Wie erleben die Bewohner in Erhard City diese Herausforderungen? Ja, das ist eine gute Frage. Das sind jetzt auch nicht gerade die kleinsten Themen, die man hier in ein Wirtschaftssimulationsspiel einflechtet, aber okay. Du schlüpfst in die Rollen verschiedener Bewohner und entscheidest für sie. Dabei solltest du immer versuchen, eine gute Balance zwischen den ökonomischen Werten der Stadt, zum Beispiel CO2-Ausstoß, Wirtschaft oder Einwohnerzahl, und der Zufriedenheit der Bewohner zu finden. Okay, das haben wir verstanden. So, eine potthässliche Stadt. Hier siehst du die wichtigen Werte deiner Stadt, die du während deines Szenarios, bla bla. Mal schnell. Genau. Hier siehst du die verschiedenen spielbaren Bewohner, die in jedem Szenario auftreten. Du kannst stets ihre aktuelle Zufriedenheit ablesen. Okay. Und da ist er wieder. In jeder Runde werden die Bewohner von Erhard City mit einem Problem konfrontiert. Du triffst für sie Entscheidungen, indem du Aktionspunkte verteilst. Oft kannst du dich nur für eine Möglichkeit entscheiden, manchmal kannst du aber auch mehrere Aktionspunkte vergeben. Lass uns das direkt testen. Also das finde ich dann natürlich auch ganz spannend, dass es manchmal überhaupt keine Möglichkeit gibt, sich also Entscheidungen zu treffen. Nun gut. Entscheidung treffen. Tippe auf das Symbol der Aktionspunkte bei der Entscheidung, um deine Punkte zu vergeben. Tippe noch einmal auf einen Punkt, um ihn wieder abzuziehen. Bist du mit deiner Entscheidung zufrieden, tippst du auf Weiter. Okay, Punkte verteilen ist leicht. Entscheidungen sollten gut überlegt werden. Okay, gut. Gut gemacht. Yay, ein Lob von Ludwig Erhard. Gut gemacht. Nun schauen wir, welche Auswirkungen deine Entscheidung auf die Stadt hat. Durch Wischen über dem Bildschirm wird die Kamera rotiert. Benutze zwei Finger, um näher heran oder weiter herauszufahren. Das können wir natürlich nicht machen. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Die Auswirkungen können vielfältig sein. Die Bewohner kommentieren deine Entscheidungen, reagieren darauf und ändern ihr Verhalten. Auch die Stadt und ihre Umgebung kann sich verändern, weshalb du dich immer gut umsehen solltest. Schauen wir doch mal, was die Bewohner zu sagen haben. In der Kommentarübersicht kannst du dir nochmal anschauen, was alle Bewohner gesagt haben. Bitte. Das ist natürlich auch ganz spannend, dass man halt so ein Feedback von der Bevölkerung bekommt. So, Benedikt Kramer. Es ist eine Herausforderung, persönliche Belange sowie das Allgemeinwohl. Das war jetzt ein bisschen zu schnell.
Genau, Peter Wetzel, keine Sorge, falls du mal eine falsche Entscheidung getroffen hast. Wer weiß, wohin sie dich führt. Okay. Entscheidungen treffen, Auswirkungen beobachten und daraus Schlüsse ziehen. Gar nicht so kompliziert, nee. Total easy. So. Nachdem du eine Entscheidung getroffen hast, tauchen in der Stadt oft Lupen auf. Wenn du auf eine dieser Lupen tippst, zoomt die Kamera auf diesen Ort. Du kannst dort konkrete Auswirkungen sehen. Ja, okay. Und schon haben wir eine Lupe. Gut. Hat so ein bisschen was was war es? SimCity. Hast du dich ja meine. Steht auch schon die nächste Entscheidung an. Übrigens, am rechten Bildschirmrand siehst du verschiedene Icons, die dir nützliche Informationen geben. Probiere sie einfach im Spiel aus. Wenn du im Text unterstrichene Wörter siehst, tippe auf diese, um kurze Erläuterungen zu sehen. Ah ja, das ist natürlich auch immer ganz gut, finde ich. So. Hier siehst du noch einmal, welche Entscheidung du in dieser Runde getroffen hast. Wenn du auf den Button mit meinem Porträt klickst, gebe ich dir genauere Erklärungen zu den Auswirkungen. Das ist natürlich auch ganz spannend. Bla bla, manche sind gestiegen, manche sind gestiegen. Okay, da werden uns dann also die Zusammenhänge erklärt, was natürlich für ein Lernspiel, Vermittlungsspiel natürlich ganz sinnvoll ist. So, yay! Wir kriegen eine Medaille, weil wir das Tutorial gespielt haben. Ist doch schön. Okay. So, dann fangen wir doch mal an. So. Okay. Wahrscheinlich kommen wir jetzt hier tatsächlich schon wieder an die Grenzen des Spiels. Ich jetzt keine Lust habe, das Tutorial nochmal zu machen. Aha. Das kommt natürlich davon, wenn man dann kein Touchpad hat. Genau. Kann ich das irgendwie unterbrechen? Genau das, was ich befürchtet hatte. Man müsste wahrscheinlich irgendwie wischen können und das kann ich hier nicht. Ah, doch, ich kann's. Ah. Okay. Was wollen wir denn spielen? Wollen wir Klimawandel machen? Der Klimawandel bedroht den Wohlstand und die Gesundheit aller Bewohner. Wird RHCT den Weg in eine klimafreundliche Zukunft finden? Die Altersvorsorge. Es droht eine verheerende Altersarmut. Bla 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 bla. Oder Energiewende. Oder Wohnungsmangel. Oder eins gibt's noch. Globalisierung. Oh Gott, wahnsinnig schwierig. Ich finde, Klimawandel ist natürlich ganz spannend, aber das ist gerade so wahnsinnig aktuell. Genauso wie Energiewende. Wollen wir vielleicht Altersvorsorge machen? Das war so in dieser Woche auch wieder ein bisschen aktuell in den Debatten. Weiß nicht. Worauf hättet ihr Lust? Globalisierung, Altersvorsorge. Globalisierung ist immer so wahnsinnig riesig. Ich hätte ja gesagt, oder Wohnungsmangel. Stimmt, Wohnungsmangel finde ich auch spannend. Es wird immer so übersehen und da kann man, glaube ich, an der Stadt dann auch viel erkennen. Machen wir Wohnungsmangel. Cool. So, unsere Mission. Erhöhe das Wohnungsangebot und verbessere die Qualität der Wohnungen in RH-City. Sorge außerdem dafür, dass der Mietpreis sinkt und die Wohnungen bezahlbar sind. Ei, das ist aber viel, was wir auf einmal tun. So, in den Hauptrollen. Auch das ist ja niedlich. Rentner Peter Wetzel, Studentin Sam Lee, Geschäftsfrau Ingrid Kunzmann und die Politikerin Talia Sommers. Gibt es auch noch Infos zu den jeweiligen? Aha, sie studiert Umwelttechnik. Keine Kunstgeschichte, schade. Okay. So, endlich mal hier, loslegen. Okay, das ist ein sehr hässliches Wohngebäude. Wohnungsmangel. In der Stadt herrscht Wohnungsmangel. Man findet keine freie Wohnung. Und diejenigen, die eine Wohnung haben, zahlen immer höhere Mieten. So kann es nicht weitergehen. Ich habe eine Bürgerbewegung gegründet. Für was wollen wir uns einsetzen? Sollen wir uns einsetzen? Okay, hat er ja gerade gesagt. Aber okay. Jetzt ist die Frage, wir können uns einsetzen,
für bezahlbare Wohnraum bzw. Wohnungsmangel, dass wir entweder einen Mietendeckel fordern, eine Verstaatlichung von Wohnungskonzernen fordern oder erstmal abwarten. Also ich glaube, wenn wir gerade eine Bürgerbewegung gegründet haben, wird sie nicht sofort sagen, lass mal abwarten. Da ich in einer Stadt lebe, wo beides sehr, sehr viel seit Jahren diskutiert wird, ist das natürlich auch noch mal ganz spannend. Der Mietendeckel ist ja vom Bundesverfassungsgericht für nicht verfassungskonform bestimmt worden, geurteilt worden, so rum. Genau, Verstaatlichung von Wohnungskonzernen. Was wollen wir denn erreichen? Wollen wir halt mehr. Was wollen wir denn? Na gut, mit beiden kann man nur die Mieten deckeln, vielleicht. Vorschläge, Wünsche? Ich tendiere dann doch eher zum Mietendeckel, auch wenn er aktuell verfassungsunkonform ist. Möchte jetzt natürlich auch keine Debatte über den Sinn oder den Unsinn eines Mietendeckels oder der Verstaatlichung von Wohnungskonzernen lostreten. Ich möchte ja eigentlich eher das Thema Serious Games angehen, wobei das natürlich schon wieder ein wunderbarer Diskussionsstartpunkt wäre, was man sich hier gedacht hat, was diese Bürgerbewegung so fordern kann. Ich sag mal, wir fordern jetzt einen Mietendeckel. Guck mal, was passiert. So. Das heißt, die Mieten deckeln, dann lohnt sich das Vermieten ja gar nicht mehr. Ja, kommt auf den Deckel an. Aber okay, das ist jetzt so Ihre Meinung. Aha. Der Mietendeckel alleine hilft nicht. Wenn keine neuen Wohnungen gebaut werden, komme ich nicht zum Zug. Gut. Nur mit einem Mietendeckel bleibt Wohnen bezahlbar. Ich hoffe, die Politik führt ihn ein. So, noch eine Meinung. Klick dich einfach durch. Ich bin gespannt, wohin das führt. Okay, dann machen wir das so. Ja? Gucken wir einfach mal so, was passiert. Drastische Maßnahmen. Die Unzufriedenheit der Bewohner ist groß. Die Bürgerbewegung von Herrn Wetzel fordert drastische Maßnahmen gegen den Wohnungsmangel und die steigenden Mieten. Für welche soll ich mich entscheiden? Ah, wir sind jetzt die Politikerin. Also ich glaube, das ist die Bürgermeisterin. Wir führen den Mietendeckel ein oder wir verstaatlichen die Wohnungskonzerne. Nun, da wir ja eine Bürgerbewegung haben, würde ich sagen, da wir ja wiedergewählt worden sind, führen wir auch den Mietendeckel mal ein. Mal gucken, was passiert. So. Genau. So. Die Geschäftsfrau ist natürlich nicht so begeistert, weil, genau, die Politik hat endlich gehandelt, die Mieten sind jetzt begrenzt. Freut sich der Rentner? Und auch die Studentin? Nein? Doch. Ob der Mietendeckel auch zu mehr freien Wohnungen führt, ich bin da skeptisch. Meine Meinung noch? Nee. Genau, also es ist halt auch sehr ausgewogen. Es zeigt dann, ne, die Pro-Seite, die Kontra-Seite und so eine skeptische Seite. Gut. Bewertung der Bewohner. So. Okay, das, also, ne, vier Leute, vier Meinungen im Prinzip. Tun erleichtert mich. Yay, Mietendeckel. So. Was ist denn jetzt hier? Ergebnis 1. Peter Wetzel, Wohnungsmangel. Peter Wetzel unterstützt die Bürgerbewegung für Mietendeckel. Ereignis 2, Tage Sommers, dass ich mal an. Gut, wir wissen ja, was wir getan haben. Die Mietpreise sind um 30% gesunken, die Wohnungsqualität ist um 10% gesunken und das Wohnungsangebot um 25%. Okay. Und jetzt erklärt uns der liebe Ludwig Erhard, was da passiert ist. Wohnungsanbieter rechnen mit sinkenden Mieteinnahmen. Sie investieren weniger in ihre Immobilien. Die Wohnungsqualität nimmt ab und das Wohnungsangebot geht in allen Marktsegmenten leicht zurück. Okay. Ja, nein, keine Ahnung. Also das ist, ja. So, durch den Mietendeckel sinken die Mieten. Gleichzeitig wird aber die Qualität der angebotenen Wohnungen immer schlechter, weil sich Investitionen für die Wohnungsanbieter nicht mehr lohnen. Für niedrige Mieten gibt es nur schlechte Wohnungen. Es ist jetzt aber auch sehr eskaliert. Aber okay, das sind so auch die Argumente, die ja hier immer geführt werden. So, Kunstmann Technologies. Die Regierung hat einen Mietendeckel eingeführt. Meine Mieteinnahmen sind deswegen deutlich niedriger als zuvor.
doch nach wie vor habe ich hohe Instandhaltungskosten für meine Wohnungen. Soll ich meine Kosten senken oder die Wohnungen verkaufen? So, Instandhaltungskosten senken oder die Wohnungen als Eigentumswohnungen verkaufen. Moment, jetzt will ich kurz gucken, was die Erläuterung hier ist. Jetzt sind wir beim Wohnungsmangel, ja. Bürgerbewegung, also das ist ja ganz nett mit dem Glossar, aber es wäre natürlich nett, wenn wir halt direkt zu dem einen Punkt kämen, aber okay. So, hier Eigentumswohnung und Mietwohnung. Eine Eigentumswohnung ist eine Wohnung, die einer Privatperson gehört und auch von dieser bewohnt wird. Das Gegenteil ist die Mietwohnung. Diese wird vom Eigentümer einer Person überlassen, die dafür Miete zahlen muss. Okay, das sind halt auch jetzt gerade so die absoluten Basics, aber das ist, finde ich, gut. Genau, Verstaatlichung von Wohnungskonzernen. Erstmal gut. Okay, das hilft jetzt alles nicht so sehr. Wofür entscheiden wir uns denn? Senken wir die Instandhaltungskosten oder wir verkaufen die Wohnung? Also ich bin dafür, dass wir die Instandhaltungskosten senken. So. Achtung, ich bin jetzt sicher, dass die Stadt vollkommen verwüstet aussieht. Jetzt hat natürlich Karin Kessel weniger Aufträge als Handwerkerin. So, der Rentner ist jetzt auch eher so, meh. Gut. Was haben die anderen? Es kommt doch bestimmt noch eine Meinung. Nein? Will jetzt mal wissen, was passiert denn hier mit dieser Lupe? Fancy. Ach, das ist die Universität. Na, das ist ja schön. Ah, ach, die Lupen sind, wo man Dinge entscheiden kann. Ich dachte, die erläutern mir nur irgendwas, aber okay. So, wir haben unsere Studentin. Seitdem die Politik den Mietendeckel eingeführt hat, investieren Vermieter weniger in ihre Wohnungen. Es gibt daher immer mehr Bruchbuden und nur wenig gute, freie Wohnungen. Welche Wohnung soll ich versuchen anzumieten? Ich meine, so schnell fällt eine Wohnung dann auch nicht auseinander. Na gut, ne, Studentin achtet bestimmt eher aufs Budget. Wir mieten natürlich die billige Bruchbude an. Würde ich zumindest tun. Okay. Für die geringe Miete kann ich keine bessere Wohnung anbieten. Okay. So, die Studentin ist unhappy. Unsere Handwerkerin mit dem ziemlich coolen Tattoo ist bald arbeitslos. Und dieser Geschäftsmensch hält sie für Hundehütten. Okay. Na gut, was können wir denn sonst noch entscheiden? Das war die Universität. Passiert hier sonst noch irgendwas? Achso. Genau. Naja, zwei sind glücklich. Das Angebot an Wohnungen ist großartig. Da hat sie jetzt aber sehr schnell ihre Meinung geändert. Genau, die Geschäftsfrau ist nicht so glücklich und die Politikerin ist. Es hat sich nichts geändert. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Erläuterung ist für die Bruchbude. Aufgrund des Mietendeckels nimmt die Qualität der Wohnungen ab. Weil zudem die Nachfrage das Angebot übersteigt, findet man als Studentin mit geringem Einkommen nur etwas im schlechten Marktsegment. Okay, das finde ich jetzt nachvollziehbar in der Erläuterung soweit. Also es ist natürlich alles wahnsinnig verkürzt dargestellt, aber es ist halt auch natürlich, also kann man ja auch nichts anderes erwarten. So, mal gucken, was jetzt passiert. Der Regierungssitz. Wo ist der Pöbel? Wo ist der Mob? In der Stadt herrscht immer noch Wohnungsmangel. Aufgrund des Mietendeckels sind die Mieten gesunken, doch es gibt zu wenig freie Wohnungen. Manchen Bewohnern wurde der Mietvertrag gekündigt. Ich muss etwas unternehmen. So, das heißt, wir können uns entscheiden für, wir belassen den Mietendeckel und fördern den Neubau. Wir heben den Mietendeckel auf. Wir heben den Mietendeckel auf und fördern den Neubau. Oder wir verschärfen den Mietendeckel. Also ich wäre ja dafür, den Mietendeckel zu belassen und den Neubau zu fördern. Ne? Einfach mal beides machen. Und ich wette, gleich ist unsere Stadt pleite oder so. So, sie hat Bauland freigegeben, Vorschriften vereinfacht, bla 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 bla.
Ach, da unten wird gebaut. Das ist ja schön. Warte. Ach, da können wir gar nicht so richtig hinzoomen. Genau. So, die Geschäftsfrau ist sich nicht sicher. Gut, mal gucken. So, da wird jetzt gebaut, da hinten wird gebaut und hier wird auch gebaut. So schön. Ah, die lösen wahrscheinlich alle drei das gleiche aus. Okay. Bauen trotz Mietendeckel. Die Politik fördert den Neubau von Wohnungen. Aus diesem Grund hat sie Bauland freigegeben und die Bauvorschriften vereinfacht. Doch nach wie vor besteht der Mietendeckel. Wie soll ich weiter vorgehen? So, was möchte die Frau denn? Neue Wohnungen in RHZ bauen, Wohnungen in einer Stadt ohne Mietendeckel bauen. Nun, ich glaube, sie ist eine gute Lokalpatriotin und baut in ihrer Stadt. Irgendwo muss das Geld herhin. So, jetzt sind die Mieten niedrig, wir haben genug Wohnungen und einen Mietendeckel. Ist doch super. Alle glücklich, bestimmt. Selbst die Geschäftsfrau ist glücklicher. Das Wohnungsangebot hat sich vergrößert, aber bei diesem Zuzug brauchen wir noch mehr. Okay, das ergibt das Sinn? Also ja, aber okay. Das hat. Ja, jetzt sind aber wenigstens halbwegs alle glücklich oder neutral. Das ist doch auch schön. Was erklärt uns denn jetzt der liebe Ludwig? Nur mit staatlicher Förderung lohnt es sich, unter dem Mietendeckel neue Wohnungen zu bauen. Ein Markteingriff zieht den nächsten nach sich. Aber immerhin, das Angebot wird ausgeweitet und die Qualität steigt. Ist auch überhaupt nicht irgendwie so ein bisschen. Ach, dieses, naja, immerhin steigt das, ja. Hat ein Geschmäckle. Genau, durch staatliches Handeln werden neue Wohnungen gebaut, dadurch steigt die Wohnungsqualität. Aber wegen des Mietendeckels gibt es immer noch ein zu geringes Angebot an bezahlbaren Wohnungen von guter Qualität. Der Mechanismus von Angebot und Nachfrage bleibt vorerst ausgehebelt. Okay. Ich glaube, ich verstehe langsam, was einige der KommentatorInnen in den App Stores meinten mit einem leicht neoliberalen Denken. Zurück in die Stadt. In der Stadt wurden einige neue Wohnungen gebaut, sogar in meinem alten Viertel. Soll ich im ruhigen Umland bleiben oder versuchen, zurück in die Stadt zu ziehen? Ich dachte, du wohnst da, du hast auch gerade eine Bürgerbewegung gegründet. Okay. Genau, also vielleicht hätte ich auch vorher noch mal kurz auf den Begriff der sozialen Marktwirtschaft eingehen sollen, weil die Kritikpunkte sind ja immer so neoliberal und reine Marktkonformität. Und die Definition von sozialer Marktwirtschaft ist ja einerseits natürlich kapitalistische, also Marktorientierung, aber immer eingerahmt, eingefangen durch das soziale Weiterkommen und die soziale Verbesserung der Bevölkerung oder also von ganz, ganz vielen Menschen. Also es ist halt nicht irgendwie reiner Neoliberalismus und reine Markt, alles dem Markt überlassen, sondern das immer mit staatlich einzufangen und sozial einzufangen und so weiter. Das ist so die ganz grobe Grundidee der sozialen Marktwirtschaft eigentlich. Und nicht Angebot und Nachfrage regeln das schon. Das ist Neoliberalismus. Oder Kapitalismus. Genau, so. Rentner Peter Wetzel. Ich würde ja sagen, er sollte in die Stadt zurückziehen, weil er als Rentner dort eine bessere ärztliche Versorgung hat und keine Ahnung, zu Bach-Konzerten in die Kirche gehen kann. So, zieht er in die Stadt. So, es wurden zwar neue Wohnungen gebaut, aber der Mietendeckel schreckt Investoren ab. Ei, ei, ei. Ich wohne jetzt wieder in der Stadt. Glück gehabt bei der Besichtigung, waren viele Interessenten vor Ort. Es mangelt immer noch an Wohnungen. Schade, dass wir keinen durchschlagenden Erfolg hatten. Also wir haben Wohnungen gebaut und wir haben auch noch irgendwie die Mieten gesenkt, aber prinzipiell passiert nicht viel. Okay. Madame Mim schreibt, in meiner Schulzeit haben wir mal ein Spiel gespielt, das hatte ein ähnliches Prinzip. Allerdings war man da an der Börse tätig.
War das auch so Sozialkundeunterricht? So ein Planspiel oder so? Ich glaube, das hatten wir nämlich auch damals gemacht. Und das war ja alles noch lange, bevor es, nicht bevor es Computer gab, aber bevor es Computer an der Schule gab bei mir. Es war irgendwie dann ja, so ein Planspiel. Ich glaube, das war dann auch von irgendeiner Stiftung, dass die einem da so ein bisschen was vorgegeben hat. Also man muss da immer, finde ich, sehr aufpassen, wer diese Spiele in Auftrag gibt. Und meistens haben die natürlich ein gewisses Interesse, Dinge positiv oder negativ darzustellen. Wirtschaftsgeografie, gab es bei uns nicht. Also ich bin in Rheinland-Pfalz aufs Gymnasium gegangen und da hieß das immer Sozialkunde, aber meinte halt auch über Wirtschaft, Politik und so weiter. Ist die Kamera schon wieder weg? Ich sag's euch, heute ist wieder der Wurm in der Technik und ich weiß auch nicht so genau. Wahrscheinlich ruft mich gerade irgendjemand an, ich benutze wieder das iPhone. Ach, wartet, gerade mal gucken, was es will. Wer auch immer gerade anruft, bitte wieder auflegen. Machen wir mal den Fokus rein, nicht stören. Es hat tatsächlich die Verbindung verloren. Das ist ja schade. Wieso tust du das, mein liebes iPhone? Warum tut mir eigentlich auch heute die Technik wieder alles an? Ganz ehrlich, ich werde mir wahrscheinlich auch einfach eine neue Kamera kaufen. Es regt mich alles auf. Es ist einfach alles zu nervig und zu kompliziert und zu doof. So, gucken wir mal gerade. Ich glaube, ich muss es neu verbinden. Ja, meine Mim hat ihr Abi auf einem Wirtschaftsgymnasium nachgeholt. Größter Fehler meines Lebens, okay? War so schlimm. Krass. So, und jetzt ist die Kamera komplett weg. Warum auch immer. Kamera von Dominiks iPhone. Das kann doch nicht so kompliziert sein, meine liebe Technik. Mich kollidieren diese Spiele ein bisschen mit dem Wunsch zum Eskapismus. Geht's noch viel so? Es ist ein bisschen sehr real, ne? Das kann ich verstehen. Weiß auch nicht. Ich glaube, wir gucken mal, dass wir demnächst wieder mehr Eskapismus machen. Es ist. Wartet, ich habe da gerade hier echt. Ach, ich weiß auch nicht, woran es schon wieder liegt. Zur Not habe ich halt noch die Webcam. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich muss nur denken. Das kann sich dann auch immer nur um Stunden handeln. Normalerweise macht nämlich das System das automatisch, aber natürlich heute wieder nicht. Nimm doch einfach die Kamera, Herrgott. Ah, so, dann kommt einfach die Webcam ran und gut ist. Es nervt. Ich sage euch, es nervt, wenn da einfach nichts klappt. Ich bilde mir immer noch ein, dass es nicht mein Fehler ist. Klappe hoch, da ist die Kamera, sie sendet auch schon. So, iPhone aus. Wo ist die Brio? Da ist die Brio. So, da bin ich wieder. Passt jetzt auch gerade nicht mehr so ganz in den Rahmen, aber okay, Moment. Schön ist anders. Transformation bearbeiten. Links nochmal ein bisschen was wegschneiden. So, wir lassen das jetzt einfach. Ich habe jetzt keinen Nerv dazu. So, passt ja auch so. Keine Ahnung. Okay, so, jetzt sind alle glücklich. Also wir haben jetzt einfach nur Probleme gehabt, aber alle sind glücklich.
Der Wohnungsmangel ist Schnee von gestern. Eben hatten wir doch noch einen Wohnungsmangel. Och, okay. Nun gut. Madame M schreibt, ich kenne mich ja mit der Spielewelt abseits von Assassin's Creed so überhaupt nicht aus. Gibt es denn auch bekannte Spiele, die unter den Begriff der Serious Games fallen? Ja, bekannte Games weiß ich gar nicht so genau. Assassin's Creed wird da ja teilweise so ein bisschen mit angeführt, obwohl halt der unterhaltende Anteil, glaube ich, zu hoch ist oder zu groß ist, um das jetzt wirklich komplett als Serious Game zu sehen. Also diese Edo-Tours, die man da machen kann. Und die meisten Serious Games werden halt staatlich gefördert. Auch das hier, das fand ich auch ganz spannend. Moment, gerade mal kurz gespiegelt. So, ah, besser. Moment, ich hatte es extra rausgesucht. Wo ist denn. Nee, das andere. Ach. Hat es doch groß gemacht. Das wird nämlich vom Bundesministerium. Hier Kunst, Kultur. Mit Neustart Kultur und was weiß ich alles. Ach, da ist es doch, was ich wollte. Gefördert. Und dadurch, dass das natürlich alles Kulturförderung, Staatsförderung, öffentliche Mittel sind das halt meistens dann Spiele, die, glaube ich, auch nicht ganz so bekannt sind. Genau, Kulturstiftung des Bundes, Programm für digitale Interaktionen von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und was weiß ich alles. Genau. Wirklich bekannt? Ich wüsste jetzt gerade keins. Und in welche Richtung geht das da so? Wir können ja auch nochmal schnell hier in den Wikipedia-Artikel gucken, was die so für Spiele nennen. Also ein ganz bekanntes, großes ist Militärspiel, America's Army, was anscheinend, also ist im Prinzip ein Ego-Shooter als Freeware, wo sehr, sehr viel Geld reingeflossen ist und der sehr große Reichweite hatte, glaube ich. Moment, gerade mal hier das Licht ausmachen, das ist jetzt. Nee, ist auch nicht besser. Ach, es ist doch alles scheiße. Genau, ansonsten wirklich bekannte Serious Games, ich weiß nicht. Es gibt eins, das war hier in Berlin-Brandenburg bekannt, das ist ein Kartenspiel, das wird hier auch aufgeführt. Moment. Genau, Torfitz. Da geht es um den Strukturwandel in der Lausitz. Das war zum Beispiel, also zumindest hier in den Zeitungen immer mal drin. Ich kenne die meisten Serious Games immer nur aus dem Bereich Feuilleton, wenn er sowas mal behandelt, oder irgendwie halt Berichterstattung mit, Games, die auch irgendwie mehr Sinn machen und nicht nur eskapistische Unterhaltungsindustrie sind. Also wieder dieser typisch deutsche Kultursnobismus, der dahinter steckt. Da wird das dann immer mal gefeiert, aber ob die jetzt wirklich gut sind oder das was taugt, das steht dann immer so ein bisschen in den Sternen. Also zählen zum Beispiel so absurde Traktorsimulatoren nicht dazu, nur weil sie Realität nachahmen, sondern es geht um einen tieferen Sinn. Genau, so hatte ich es auch verstanden, obwohl einige der Flugsimulationen, also diese Cockpit-Fluggeschichten, zum Beispiel als Serious Game hier in dieser Wikipedia-Sache aufgeführt werden, weil es halt Lehrsachen sind. Auch einige Spiele für angehende Chirurginnen und Chirurgen wird darunter zusammengefasst, wo man dann reale Operationen nachspielen kann, um halt zu lernen, was man wie tun muss. Ob das jetzt wirklich Serious Game ist und nicht einfach eine Lernsoftware, ein Lernspiel. Da frage ich mich dann gerade auch, wo ist der Unterschied zwischen Lernspiel und Serious Game? Oder gibt es da überhaupt einen oder muss man da einen machen? Hallo Capranium, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es auch wieder besser. Genau. Aber könnte der Sinn dann nicht auch einfach in der Vermittlung liegen? genau, also Vermittlung ist da, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, absolut. Capranium schreibt, mit Flugsimulator kann man fliegen lernen. Gab mir einmal eine Situation, wo ein Flugsimulator-Spieler aus Notfallgründen ein Flugzeug landen musste. Sehr schön. Und dir geht es besser. Sehr schön. Das freut mich.
Genau, also diese Flugsimulatoren sollen sehr, sehr gut sein, genauso wie auch einige Rennsimulatoren und so weiter. Aber da ist dann tatsächlich die Frage zwischen Serious Game, Lernspiel, Simulator, auch diese Traktorsimulatoren sollen ja sehr realitätsnah sein. Das wäre, glaube ich, tatsächlich auch interessant. Ob das fest definiert ist, bezweifle ich. Das ist ja auch alles noch relativ neu, in Bewegung, es verändert sich viel. Auch das hier ist ja auch die Frage, ist das jetzt wirklich ein Serious Game? Oder ist es halt auch eher eine, ja, es, ne, es will uns ja was vermitteln. Das ist wie diese Planspiele. Ob das da alles so drunter fällt. Es gab ein Indie-Game, das vor einigen Jahren in der Branche, Bereichen sehr beliebt und sehr bekannt war. Das fiel auch unter Serious Game. Ich habe leider den Namen vergessen. Da geht es darum, da ist man ein Grenzbeamter, der Menschen die Pässe stempeln muss und auch sehr, sehr viele Menschen, die illegal einwandern möchten, zurückweisen muss. Und das wurde halt sehr gefeiert, weil es sehr, sehr gut die Situation von Menschen, von Migrantinnen und Migranten dargestellt hat. Sehr feinfühlig und einem auch das Gefühl gegeben hat, hier dass das Menschen sind, die da kommen und versuchen irgendwie vor etwas zu fliehen, also Flüchtlinge und so weiter. Und das hätte ich tatsächlich eher unter Serious Game zusammengefasst, weil es halt schon ein gewisses Anliegen hat, aber das halt wirklich als Spiel gemacht hat. Irgendwas mit Passport hieß das, glaube ich. Ich bin mir da halt auch so ein bisschen unsicher, wo die Grenzen sind oder nicht. Netztraktat schreibt, dass es ein Minigame gibt, The Graveyard, wo man eine alte Frau steuert, sehr langsam, sehr wackelig, die sich dann auf eine Friedhofsbank setzt und ein Lied hört. Da geht es dann nicht um Unterhaltung an sich, sondern darum, sich in ihre Rolle zu versetzen und den Horizont der Spielerinnen zu erweitern. Ah, okay. Ah ja, Papers, Please. Genau, das war das Spiel, was ich gerade meinte mit Strakat. Ja, danke schön. Ich finde die Bezeichnung Serious Games da schon sehr irreführend irgendwie. Serious, im Sinne von, du sollst dabei keinen Spaß empfinden. Absolut. Ich finde da halt auch, das ist halt diese typisch deutsche Unterscheidung, ne? Ernst, serious und unterhaltend. Als wenn das jetzt zwei riesige Blöcke sind, die sich niemals berühren und niemals etwas miteinander zu tun haben dürfen. Weil warum sollte ich, also wenn ich mich mit irgendetwas auseinandersetze, was irgendwie tiefergehend ist, dann muss das natürlich ernst sein. Dann ist das natürlich Hochkultur und deutsches Kulturgut und man darf auf gar keinen Fall Spaß haben oder sich unterhalten fühlen, während man sich mit großen Fragen und Themen auseinandersetzt. Das ist so, ich finde, das ist so wahnsinnig deutsch. Ich glaube nicht, dass es das im Ausland, diese Unterscheidungen und diese Debatten darum, so gibt wie im deutschsprachigen Raum. Bin ich mir relativ sicher. Aber, Capranium schreibt, du meinst diesen Farmsimulator der Schweizer? Das ist echt viel Realismus dahinter. Die wurden sogar von Spielern angeschrieben, die sich darüber beschwert haben, dass der Sound von Traktoren nicht richtig ist, da sie das Modell hatten, und wussten, wie es wirklich klingt. Darauf haben sie die Soundaufnahmen dieses Modells gemacht und ins Spiel eingepflegt. Hab mich da dieses Jahr mit einem Entwickler drüber unterhalten. Okay, das ist dann schon ziemlich krass. Aber das sind somit die beliebtesten Sachen. Ich glaube, dieser Goat Simulator aus Deutschland ist auch eines der erfolgreichsten deutschen Spiele ever. Wobei ich keine Ahnung habe, was man da tut. Weißt du denn zufällig, wie das in der Forschung so gehandhabt wird? Du meinst die Abgrenzungen, die Fragestellungen, so was ist Serious Game, was ist Simulation, was ist Lernspiel? Da gibt es bestimmt sehr, sehr viel zu. Müsste man, glaube ich, schauen, welche Disziplin, also ist es dann eher die historischen Wissenschaften, sind es die Kulturwissenschaften und so weiter, weil Game Studies ist ja auch ähnlich wie die Kulturwissenschaften im Plural so ein übergeordnetes interdisziplinäres Feld, was sich aus verschiedenen älteren Disziplinen und Methodiken speist. Da muss man, glaube ich, sehr drauf achten. Ich hatte aber den Eindruck, weil ich auch noch auf sehr vielen akademischen Newslettern bin, dass gerade dieses Thema Serious Game als eher universitätswürdig
forschungswürdig angesehen wird, weswegen sich die Forschung an den Universitäten und den Fachhochschulen eher auf Serious Games stürzt und die, glaube ich, größer und toller und bedeutender darstellt, als sie vielleicht sind, weil es halt nicht diesen eskapistischen Touch hat, den man halt immer noch mit Bäh empfindet. Also alles, was Popkultur ist, Eskapismus, Fantasy, Science Fiction, und nicht irgendwie diesen Anstrich von Ernsthaftigkeit, den man denkt zu haben, dass sie das haben, darf man das ja auch an einer Universität gar nicht irgendwie mal zur Sprache bringen. Ich übertreibe ein bisschen, es gibt natürlich genug Ausnahmen, aber das ist ja immer noch der gängige deutsche Kulturbegriff und es muss halt schon irgendwie ernst sein. Und deswegen finde ich es dann auch immer schwierig, was da dann diskutiert wird oder was halt mal als groß dargestellt wird oder als große Trends. Dafür sind die deutschen Universitäten einfach zu elfenbeinturmartig, um wirklich das mitzukriegen. Also wenn ich schon meinen Altersgenossinnen in gewissen akademischen Konferenzen sogar teilweise erklären muss, wie YouTube funktioniert, fand ich es dann ein bisschen sehr schwierig, wenn man zu Ausdrücken, kulturellen Ausdrucksformen der zeitgenössischen Lebensrealitäten von Menschen forschen möchte und nicht weiß, was YouTube ist. Das ist doch da irgendwas mit Videos. Ja, es ist ein bisschen mehr. Aber genau. Netzaktat schreibt, eigentlich im Idealfall sprechen Serious Games die intrinsische Motivation an, dass man nicht gezwungen werden muss zu lernen, sondern dass das nebenbei beim Spielen passiert. Genau, also es gibt, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Ausformungen. Auch so der Übergang von Lernspiel zu Serious Game zu Gamification. Also nur weil ich irgendwo Punkte sammeln kann, habe ich ja noch kein Serious Game, während ich, keine Ahnung, eine Sprache lerne, was ja ganz viele der Sprachlern-Apps zum Beispiel machen. Das ist ja auch kein Serious Game. Nutzt halt Spielemechaniken, um wiederum diese intrinsische Motivation, was ein wunderschöner Ausdruck ist, einfach anzuwenden. Das ist ja dann nochmal anderer Punkt, glaube ich. Was ist YouTube? Ja, diese Diskussion hatte ich. Und mit Twitch brauchte ich da gar nicht erst anfangen, weil das wäre noch komplizierter geworden. Ihr merkt, das zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch fast alle Streams. Mein Hadern mit dem deutschen Kulturverständnis und dieser sehr krassen Abgehobenheit es sitzt tief. Und ab und zu möchte ich mal mit dem Herr-der-Ringe-Buch jemanden einfach eins über die Rübe ziehen und sagen, auch das ist Kultur. Das ist wahrscheinlich mehr Kultur und bedeutet Menschen mehr und bewegt Menschen mehr und regt mehr zu philosophisch, theologisch, sozialen Gedankengängen an, als das meiste, was irgendwie in universitären Elfenbeintürmen diskutiert wird manchmal. Hab gehört, Twitch soll lecker schmecken. Wäre ein guter T-Shirt-Print. Apropos, ich werde wahrscheinlich über die nächsten 2 Wochen hoffentlich mal den Merchandise-Shop überarbeiten und neue Motive machen. Könnte man sowas mit anbringen? Mordwaffe, Herr der Ringe, Extended Buchfassung. Genau. Gibt da bestimmt irgendeine passende Ausgabe von der Hobbit-Presse. Bringen eh jedes Jahr einen neuen Band raus, also eine neue Version raus, dann kann man ja auch ab und zu mal eine als Mordwaffe verwenden. Ach ja. Genau. Lass uns auch mal ein bisschen weitermachen. Mal gucken, was hier noch so passiert. Wir springen mal kurz hier diese Erläuterung. Ich bin geradezu raus. So, jetzt sind wir auch schon durch das gesamte Szenario durch, oder wie? Wir haben die Mietpreise um 35% gesenkt. Wir haben das Wohnungsangebot ist zumindest um 1% gestiegen. Und die Wohnungsqualität ist um 5% gesunken. Ja, ich glaube, damit kann man doch leben. Das geht noch besser. Der Eingriff in die Preisbildung war ineffizient und hat nachhaltig Vertrauen zerstört. Aufgrund des Mietendeckels sind die Mieten niedrig. Neubau zu fördern ist der richtige Ansatz, jedoch wurden wegen des Mietendeckels nur wenige neue Wohnungen in der Stadt gebaut. Er hält viele Bauunternehmen davon ab, in der Stadt zu in
der Stadt zu investieren. Der Wohnungsmangel ist nur leicht zurückgegangen. Zum Morgen das Steuergesetzbuch nehmen, das ist schwerer, das stimmt. Ja. Hallo Itzki, schön, dass du da bist. Genau, das ist Ludwig Erhard. Wir machen gerade, spielen gerade ein Serious Game, das von der Ludwig Erhard Stiftung in Auftrag gegeben wurde, an dem wir lernen sollen, wie die soziale Marktwirtschaft funktioniert und wie unser richtiges Verhalten wäre, wenn wir natürlich die nur einzig wahre, gültige soziale Marktwirtschaft anwenden würden. Und haben gerade das Szenario gespielt zum Thema Wohnungsmangel in unserer Stadt, die Erhard City heißt. warum hast du ein BGB-Griff bereit? Weißt du, ich frage für einen Freund, warum hat jemand das BGB? Also so einfach griffbereit. Genau, also ich dachte mir heute Abend halt dieses Thema Serious Games mal so ein bisschen aufzugreifen, Itzki, damit, einfach um zu schauen, so was ist das? Wir haben jetzt auch gerade diskutiert, wo ist denn jetzt die Abgrenzung zwischen Lernspiel, Serious Game, Simulation, Edutainment und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe dieses Spiel ausgewählt, einerseits, weil ich Wirtschaftssimulationen mag. Dachte mir, es ist halt irgendwie was. Und weil die Bewertungen im App Store so schlecht waren, die meinten so, ah, nur reine, pure neoliberale Propaganda und was weiß ich alles. Das wollte ich dann mit euch mal überprüfen, wie krass es jetzt wirklich ist. Es soll uns halt die soziale Marktwirtschaft beibringen und nahebringen. Das macht mir Angst, ich muss gleich einen Horrorfilm gucken. Kann ich verstehen. Madame, erinnerst du dich an die schlechteste Entscheidung meines Lebens? Deshalb? Das war die schlechteste Entscheidung deines Lebens. Jetzt bin ich aber gerade überfragt. Hast du jemanden mit Tolkien erschlagen? Fände ich nicht so schlecht. Ach so, Wirtschaftsabi, entschuldige. Ja, okay, dann kann man natürlich das bürgerliche Gesetzbuch mal irgendwo liegen haben. Kapranium hat das Betriebsverfassungsgesetzbuch da liegen. Was habt ihr hier? Ich gucke jetzt gerade mal, was habe ich denn hier liegen? Also alles voller Fantasy. Und Fantastikforschung. Und Tolkienforschung. Habe ich Gesetzbücher? Besitze ich Gesetzbücher? Ich habe die Bibel hier liegen, in fünffacher Ausführung. Sogar eine sehr große Prunkbibel aus dem 19. Jahrhundert. Damit kann man auch Leute erschlagen. Nicht, dass ich das tun würde. Dafür ist die Bibel zu schön. Nee, ansonsten habe ich tatsächlich nichts, was in diese Richtung geht. Aber meine Mama ist Steuerberaterin, also ich bin damit aufgewachsen mit dem Steuergesetz. Entsprechend brauche ich das hier gar nicht liegen zu haben. BGB im Betriebsverfassungsgesetz sind auch fantastisch. ich mag unseren Chat. Ich mag euch sehr. Der eherne Grundsatz des BGB ist, Geld hat man zu haben. Beinahe Fantasy. Ja, es steht auch schon in der Bibel, wer hat, dem wird gegeben. Also das ist der Grundsatz. Ehrlich sind Ausstellungskataloge eh die besseren Mordwaffen, zum Beispiel der von der Mainzer Kaiserausstellung. Echt, ist der so groß? Stimmt, aber man muss einfach nur zeitgenössische Kunst nehmen, dann kann man sagen, das ist so, das ist kein Blut, was da festklebt oder so, das ist angewandte Kunst. Ah, okay. Das heißt, wir haben dieses Szenario jetzt auch schon durchgespielt. Ich würde mal ganz kurz, nur aus Interesse, das nochmal durchspielen, ganz schnell, um zu sehen, was laut diesem Spiel das richtige Verhalten gewesen wäre. Ich ahne schon, was es gewesen wäre, deswegen sollte das relativ zügig gehen. Sekunde. Das war ja auch jetzt hier nur ein paar Klicks. Ja, meine Mission, bla bla, weiter. Das hatten wir ja jetzt alles schon. Sekunde. Hochglanzzeiten, die sind so schön schwer. Blutreliquie. Ich habe gestern und heute die Dragon Age Absolution, also die neue animierte Serie auf Netflix geschaut. Da gibt es auch sehr, sehr viel Blutmagie. Also
Blutreliquien und Blutmagie, finde ich, liegen ja eh sehr, sehr nah beieinander. Es ist auch ein Thema, das ich irgendwann mal in einem Stream gerne aufgreifen möchte, was tatsächlich auch dem Christentum über Jahrhunderte immer so ein bisschen vorgeworfen wurde. Ach, ihr betreibt ja Blutmagie mit der Abendmahlswandlung und so weiter. Und das fände ich sehr passend. Machen wir doch mal einen schönen Abend zum Thema Blutmagie. wie kam ich denn jetzt da drauf? Also ja, Blutreliquie. Genau, das hier ist alles dann theologische Forschung mit diesem blutigen Dolch und dem blutigen, stumpfen Gegenstand, den man hier hat. Vererbt von dem ersten Menschen, der jemanden mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen hat, nämlich Herr Stumpfer Gegenstand, laut Terry Pratchett. Genau, also, was wäre denn hier? Ich glaube nicht, dass, also wir sind jetzt eine Bürgerbewegung. Die Bürgerbewegung fordert die Verstaatlichung. Kann sie ja fordern, aber genau, gucken wir mal, was passiert. Genau, Kain erschlug den Abel. Deswegen Abel ist das erste Mordopfer, Kain der erste Mörder. Aber ich glaube, Kain hat Abel erschlagen oder erstochen. Gerade gar nicht so sicher. Gilt als die erste literarische Mordgeschichte. Bin mir aber nicht so sicher, ob das so stimmt, sondern klingt eher nach christlicher Selbstüberschätzung. So, okay, ich muss mich für eins von beiden entscheiden. Wahrscheinlich hätte ich jetzt gerade hier bei der Bürgerbewegung mal sagen können, die Bürgerbewegung wartet mal ab, was sie so fordert. Jetzt verstaatlichen wir mal die Wohnungskonzerne. Gucken, was passiert. So. Genau, unglaublich. Natürlich ist die Frau Kunzmann nicht begeistert, aber wahrscheinlich können wir gleich entscheiden, dass wir zum marktüblichen Preis verstaatlichen oder so. Dann wird Frau Kunzmann als Geschäftsfrau bestimmt wieder glücklich sein. Genau, die Studentin ist weiterhin skeptisch. Das war sie aber vorhin auch schon beim Mietendeckel. Kommt noch was? Nein. Okay. So, gut. Das ist genau das Gleiche, was wir vorher schon hatten. Staatswohnung. Da steht echt Staatswohnung dran an den Häusern. Krass. So, was sagt uns denn jetzt hier zu dieser drastischen Maßnahme? Der Staat übernimmt die Kontrolle über den Wohnungsmarkt. Er kann niedrige Preise setzen, aber zu diesen Preisen gibt es mehr Nachfrage als Angebot. Es kann sich kein Marktgleichgewicht mehr bilden. Das Wohnungsangebot geht deutlich zurück. Okay. Gut. Das war, glaube ich, zu erwarten. So. So. Meine Wohnung wurde verstaatlicht, worüber sich eben noch gefreut hat. Jetzt zahle ich weniger Miete, dafür wird auch weniger in meine Wohnung investiert. Natürlich, weil das ist eine große, also eine absolute Schlussfolgerung. Weil es gehört ja dem Staat, deswegen kann da auch nicht investiert werden. Warum sollte der Staat das tun? Ich warte schon länger auf eine neue Heizung. Soll ich hier wohnen bleiben oder umziehen? Ach, dann zieh halt in die modernisierte Wohnung von privat, die natürlich immer deutlich besser ist als eine staatliche Wohnung. Also, was da auch schon wieder unterstellt wird. Umziehen, genau, haben wir. Also dieses Spiel arbeitet sehr viel mit Unterstellungen. So, komm, ich will jetzt doch nur wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist mein Vermieter, den du da hast. Wartest du auch schon länger auf eine funktionierende Heizung? So, Universität. Unsere Studentin möchte wieder umziehen. Regierung, Wohnung der Konzerne verstaatlicht hat, ist die Lage für uns Wohnungssuchende noch schwieriger geworden. Aus den günstigen staatlichen Wohnungen zieht kaum einer aus und die wenigen privaten Wohnungen, die es gibt, sind noch teurer geworden. Was soll ich tun? Also das heißt, es unterstellt, wenn es nicht verstaatlicht worden wäre,
dass viel mehr Leute ausziehen, was wahrscheinlich der Fall ist, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können. Wo diese Menschen hinziehen, interessiert in diesem Szenario dann anscheinend auch niemand. Genau, abwarten und keine Wohnung mieten oder teuer zur Untermiete wohnen. Ich hätte jetzt mal gesagt, sie wartet halt auch ab, wie alle anderen auch. Jetzt kommt, dass keiner die staatlichen Wohnungen will, weil gerade noch zu viel Nachfrage da war. Ja, es ist ein bisschen, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal sagen, sie wartet mal ab und guckt, was passiert. Okay? So. Die wenigen freien privaten Wohnungen kann ich mir nicht leisten. Ich werde weiterhin lange zur Uni brauchen. Oh. So groß ist die Stadt jetzt auch nicht. Genau, er kriegt auch keine Wohnung. Was habe ich nur getan mit meiner Verstaatlichung? Genau, also wir haben genau wie das gleiche Szenario vorher, obwohl ich nur eins von beiden auswählen konnte. Also ich konnte ja nur den Mietendeckel einführen oder die Wohnungen verstaatlichen. So. Interessantes Game und die Situationen sind sehr vereinfacht dargestellt, da man andere wichtige Punkte nicht beeinflussen kann. Ja, also das war auch einer der Kritikpunkte, dass es wirklich sehr, sehr, sehr stark vereinfacht ist, was ich auch verstehen kann. Also das ist mir jetzt hier auch ein bisschen zu platt. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt noch viel machen kann. Und ich finde halt auch die Auswirkungen von diesen großen Entscheidungen werden zu vereinfacht und zu Assumption. Also man behauptet, dass das dann halt so ist. Also nur weil der Staat eine Wohnung verstaatlicht oder übernimmt, heißt es ja nicht automatisch, dass das jetzt irgendwie innerhalb von 3 Minuten zur absoluten Bruchbude wird und nichts mehr passiert. Das unterstellt dem Staat automatisch ein vollkommenes Versagen. Was jetzt auch, also nicht, also finde ich schwierig in der Aussage. Nicht, dass es jetzt automatisch damit besser wird und überall so ist, aber okay. So. Die Verstaatlichung der Wohnung hat ein großes Loch in meinen Haushalt gerissen. Jetzt stehen extrem wichtige Investitionen für die Digitalisierung von Erhard City an. Wenn ich die digitale Infrastruktur nicht ausbaue, wandern die Unternehmen ab. Ich muss eine andere Lösung finden, wie ich für bezahlbare Mieten sorge und den Wohnungsmangel und der Wohnungsmangel behoben wird. Jetzt wird's interessant. Das heißt, das ist jetzt einfach, wird behauptet, dass das vollkommen nicht funktioniert. Und bei der Mietendeckel-Variante gerade kam das Argument Digitalisierung und so weiter gar nicht auf. Okay. Interessant. Weil die Uni kein Wohnheim hat, oder was? Ja, welche Uni hat das schon? Dafür hat man im besten Fall gute Lehrerinnen, die das kontextualisieren. Da hat Netztraktat natürlich recht. Es gab auch so eine PDF für Lehrkräfte, die das in ihrem Unterricht behandeln möchten. Da können wir nachher mal kurz reingucken, was da so drin steht. Es ist natürlich die Frage, wie viel, also was dieses Spiel halt möchte. Möchte es vielleicht auch einfach so ein bisschen überspitzt Dinge darstellen, um Diskussionen anzuregen? Genau das, was wir ja auch gerade tun. Wir finden das, glaube ich, alle sehr schwierig in manchen Aussagen, diskutieren aber wenigstens sofort drüber und tauschen uns aus und setzen uns damit auseinander. Und ich glaube, mit einer gewissen Form der Überspitzung kann man natürlich sehr gut Diskussionen anregen, gerade in einem schulischen Kontext. Aber es ist jetzt die Frage, funktioniert das nicht, ist das auch Absicht oder passiert das hier irgendwie unbeabsichtigt? Muss man ja auch alles auf dem Schirm haben. Capranium schreibt, habe letztens einen Beitrag gesehen, wo Studenten nach der Uni selbst ein Wohnheim bauen. Nur wer mitbaut, darf am Ende einziehen. So sparen sie sich die Trägheit einen Haufen Kosten, weil sie die Studenten fast alles machen lassen, wo kein Experte gebraucht wird. Finde ich krass. Schließe ich mich sofort an. Also das ist auch, das ist echt krass. Billige Arbeitskräfte. Ich meine, angesichts Mangels an Baufirmen, HandwerkerInnen und Baumaterialien ist das natürlich eine sehr, sagen wir mal so, kreative Lösung, dem Ganzen Herr zu werden und das nochmal ein bisschen voranzutreiben, so ein Bauprojekt. Aber es ist schon krass. Itzki schreibt, antwortet an Netztraktat, glaubt nicht, dass man Lehrmittel so bauen sollte, dass man zwingend gutes Personal braucht oder dass man irgendwas bauen sollte, dass man dafür Personal braucht.
Finde ich auch einen spannenden Gedanken. Wäre natürlich schön, wenn das Spiel für sich selbst funktionieren würde, weil man das ja jetzt auch nicht nur im schulischen Kontext hat, sondern können wir ja auch spielen und runterladen und irgendwie damit uns auseinandersetzen. Capranium schreibt, interessant wäre mal eine Simulation eines echten Haushaltes, den man dann aber auch anders verwalten könnte, um zu sehen, wo es tendenziell hingehen hätte können. Rathaus Manager 2023. Tatsächlich fände ich das auch cool. So ein richtiges Wirtschaftssimulationssystem, das fände ich auch spannend. Also ich spiele total gerne so zum Entspannen, weil es auch so angenehme Hintergrundmusik hat. City Skyline, da hat man auch ein bisschen Einfluss auf sein Budget, also wie viel gibt man dann für die Stromversorgung aus oder die Müllabfuhr oder die Bildung und kann damit noch mal ein bisschen was steuern. Das ist jetzt auch nicht sonderlich ausbalanciert und tiefgehend, aber so ein bisschen Einfluss hat man natürlich. Ah, Democracy, stimmt. Oh, das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Da kann man das machen, ja. So, jetzt lass uns mal gucken, was wir hier noch entscheiden. Wohnung wieder verkaufen und stattdessen Mietendeckel einführen oder die Wohnung wieder verkaufen und Neubau fördern. Das heißt, wir können als Staat auch, also dürfen jetzt hier gerade als Staat nichts anderes machen, als die Wohnungen wieder zu verkaufen. Wir dürfen die nicht in unserem Bestand halten, nicht sanieren, nicht sonst irgendwas, sondern das ist die einzig richtige und gute Entscheidung, diese Wohnung wieder zu verkaufen. Erinnert mich so an die Debatten aus Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, als sämtliche Kommunen nämlich ihr Tafelsilber, nämlich ihren Wohnungsbestand verkauft haben für ein Appel und ein Ei, was in Berlin gerade bis heute sehr negative Folgen hat. Gut, aber ich glaube, Überlegung war ja in dieser Runde zu überlegen, was so das vom Spiel geforderte richtige Verhalten wäre, und das ist bestimmt Wohnungen wieder verkaufen und den Neubau fördern. Sie sind bestimmt nicht für den Mietendeckel. So. Die ehemals staatlichen Wohnungen kaufen oder neu bauen, beides ist jetzt möglich. Natürlich freut sich die Geschäftsfrau. Die sind wahrscheinlich auch sehr, sehr günstig. Die Regierung ändert ihre Strategie. Neubau statt Verstaatlichung. Bringt das endlich Fortschritte? Ja, frage ich mich auch. Endlich wird der Neubau von Wohnungen gefördert. Wir brauchen deutlich mehr Angebot. Also interessant ist natürlich auch, dass ich den Neubau von Anfang an nicht fördern konnte. Ich musste erst sehr radikale Schritte gehen, wie den Mietendeckel einführen oder die Verstaatlichung vorantreiben. Ich hätte das nicht vorher machen können. Regierung hat sich entschieden, die staatlichen Wohnungen wieder zu verkaufen. Jetzt wird der Neubau von Wohnungen staatlich gefördert. Soll ich die staatlichen Wohnungen aufkaufen oder neue Wohnungen bauen? Na, meine liebe Geschäftsfrau, das ist eine gute Frage. Staatliche Wohnungen kaufen und sanieren, staatliche Wohnungen kaufen und nicht sanieren, neue Wohnungen bauen. Was wollen wir denn tun? Das finde ich jetzt tatsächlich schwierig. Also im Hinblick darauf, die vom Spiel gewünschte richtige Antwort zu finden. Ich finde es irgendwie witzig, wenn das Spiel am Ende darauf hinausläuft, dass nichts funktioniert. Das hätte schon einen sehr eigenen Humor, das stimmt. Genau, neue Wohnungen bauen, alles andere bringt keine Veränderung, meint Capranium. Madame Mim meint, sieht schon einen deutlichen Vorteil in der Kombination von zum Beispiel diesem Spiel und einer Lehrkraft, die Hintergründe vermitteln und weiterführen kann. Mich hätte das Spiel als Schülerin nicht abgeholt. Kann ich verstehen. Also ich glaube, da brauchst du halt echt wirklich jemanden, wie Netztraktat meinte, der das nochmal einfängt und kontextualisiert. Ansonsten fände ich das jetzt echt schwierig. So, Itzki meint, sie ist Geschäftsfrau, also wird sie die staatlichen Wohnungen kaufen und nicht sanieren. Das wäre tatsächlich, glaube ich, die neoliberale Geschichte. Gucken, ob das jetzt hier so gewünscht ist. Da hast du recht. Achtung, diese Chance lasse ich mir nicht entgehen, auch wenn der Zustand der Wohnungen nicht gut ist. Okay, mal gucken, was passiert. Meine Wohnung müsste dringend saniert werden. Ich sehe mich mal nach Alternativen um. Tu das, lieber Peter.
Frau Kunzmann soll ruhig diese staatlichen Wohnungen aufkaufen. Ich nehme die staatliche Förderung in Anspruch und baue neue Wohnungen. Okay. So, alle happy, außer Frau Kunzmann. Ihr mit ihren Wohnungen geht es bergab. Okay. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was Ludwig uns dazu erklärt. Erstmal gehen die Mieten hoch. Da Neubau gefördert wird, werden aber andere Bauherren ihr Angebot ausweiten. Die höheren Mietpreise sind nur vorübergehend. Natürlich. Sure. Genau so läuft das ja. So. Frau Kunzmann ist jetzt meine Vermieterin. Leider investiert sie nichts. Meine Wohnung ist in einem schlechten Zustand. Herr Kramer ist auch in den Wohnungsmarkt eingestiegen. Er hat neue Wohnungen gebaut. Das klingt interessant. So, wir ziehen in eine Neubauwohnung oder wir verhandeln mit Frau Kunzmann niedrigere Mieten. Eieiei. Klar, weil in Deutschland Mieten sinken, wer kennt es nicht ganz genau, das war auch mein erster Gedanke. Ist nur vorübergehend, weil es wird ja gebaut und so weiter. Deswegen sinken danach die Mieten wieder. Niedrige Mieten verhandeln, ist klar. Ich würde tatsächlich niedrige Mieten aushandeln, anklicken, um zu sehen, was passiert. Weil das ist einfach so eine wahnsinnig weirde Geschichte. In eine Neubauwohnung ziehen, dann wird das Sanieren interessant, weil du leere Wohnungen einfach sanieren kannst. Das stimmt natürlich, Capranium. Aber ich glaube, so weit geht das Spiel nicht mehr. Das ist, glaube ich, jetzt schon wieder die letzte Entscheidung, die wir treffen. Und danach kommt schon wieder so eine Zusammenfassung. Kann nur Gewinner geben. Ich revidiere meine Angst. Ich amüsiere mich prächtig, sehr schön. Also, ich probiere es mal mit niedriger Mieten aushandeln, weil ich es spannend fände, also zu wissen, was passiert. Wer hat schon mal irgendwie eine Miete neu verhandelt, dass sie gesunken ist? Das wäre so meine Frage. Deswegen finde ich das so ein bisschen weird. Das mit dem Auszug und Sanieren hast du absolut recht, das macht natürlich mehr Sinn und wäre wahrscheinlich eher realistisch. Aber ich will es mal wissen. Auf dem Wohnungsmarkt gibt es jetzt mehr Angebot. Wenn sie nicht senkt, zieht er um. Da wird sie aber große Angst haben. Ich habe die Miete gesenkt. Schließlich will ich Herrn Wetzel nicht als Mieter verlieren. Aha. Clash of Realities hier. Die Mieten sinken, seitdem mehr gebaut wird. Wenn das so weitergeht, kann ich mir auch bald meine eigene Wohnung leisten, glaube ich. Also da merkt man natürlich schon, das ist so eine wahnsinnig krasse CDU-Position und FDP-Position. Also nur bauen oder nach, also wenn man mehr baut, dann sinken auch die Mieten. Das ist so das Argument, was seit 10 Bundestagswahlkämpfen angeführt wird, was aber irgendwie auch nur eine Behauptung ist. Die Neubauwohnungen von Herrn Kramer sind beliebt. Mit meinen alten Wohnungen kann ich auf dem Markt nicht mithalten. Entweder ich saniere meine Wohnung oder ich senke die Miete. Was soll ich tun? Na gut, jetzt hätten wir Wohnungen sanieren oder Mieten senken. Ich tippe auf Wohnungen sanieren. Das würde, glaube ich, am meisten Sinn machen. Das ist härtere Fantasy als Herr der Ringe. Das ist gut. Das stimmt. Moment. Kamera, komm. Das Unrealistische an diesem Resultat ist, dass in Wahrheit immer eine höhere Nachfrage herrscht als Angebot. Da würde niemand die Mieten senken. Es gibt auf jede Wohnung 10 Interessenten. Da hast du absolut recht, Capranium. Also gerade in Städten, von Mittelstädten bis Metropolen, wird es immer irgendjemanden geben, der dazu einen Preis einzieht. Und wenn es dann halt auch nur für 3 oder 6 Monate ist. Die Zeiten des Leerstands sind, glaube ich, schon sehr lange vorbei. Als ich 2012 nach Berlin gezogen bin, das war so kurz, als dieser Berlin-Boom so richtig Fahrt aufgenommen hat, hatten einige Bezirke noch einen Leerstand, ich glaube, von 3 bis 5%. Und in den 90ern war es ja, glaube ich, fast 10% in Berlin. Aber das war auch so ein Berlin-typisches Ding. Und da war der Zustand der Wohnungen halt wirklich teilweise sehr kurz vor Abriss.
Aber das ist halt auch einfach eine ganz andere Situation, eine einmalige Situation. Ausnahme, von der ich weiß, ist Essen. Tolle Stadt, aber die haben echt Leerstand, weil die Leute wohl denken, da wäre es dreckig. Dabei ist die Stadt richtig toll. War da auf einer Con. Ah, stimmt, in Essen gibt es eine ziemlich große Convention, ne? Und einen tollen Domschatz. Ja, diese ganzen Ruhrpott-Städte sind natürlich so ein bisschen schwierig. Aber auch die ziehen, glaube ich, wieder an, hatte ich mal einen Artikel gelesen. Also, wir sanieren die Wohnung, würde ich sagen. Das macht doch hier jede Geschäftsfrau. So, ich investiere. Nach der Sanierung sind die Wohnungen genauso gut wie die von Herrn Kramer. Und da es bestimmt Altbauten sind, kann sie nochmals doppelt nehmen. So. Ach, die Qualität der Wohnung war selten so gut wie zurzeit. Na, ist das nicht schön? So, Frau Kunzmann hat ihre alten Wohnungen saniert. Die Mieten sind leicht gestiegen. Jetzt habe ich den letzten Satz verpasst. Aber er ist bestimmt auch sehr, also er hat bestimmt freiwillig mehr Miete bezahlt, weil die Wohnung ja jetzt saniert ist und damit ist er ja so glücklich und dankbar. Ja. Blablabla. Jetzt müsste doch hier langsam mal. So, jetzt will ich aber wissen, was Ludwig uns erklärt. Erstmal zum Verhandeln. Das größere Wohnungsangebot gibt den Mietern Verhandlungsmacht. Sie können für sich selbst vorteilhaftere Bedingungen in Mietverträgen durchsetzen. Die Mieten sinken leicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bezweifle es sehr stark. Also vielleicht in einer Kleinstadt, oder ne, so 10.000 Einwohner. Okay. Könnte ich mir vielleicht noch irgendwie vorstellen. Aber doch nicht so. Aber nur, wenn die Nachfrage an Wohnungen gering ist. Genau. Also da muss man halt schon im allertiefsten, ich weiß es nicht, in der tiefsten Walachei irgendwie im kleinen Städtchen sein, wo alle wegziehen. Aber in jeder anderen Stadt, keine Ahnung. Bin sehr skeptisch. So. Achso, habt ihr auch gesehen hier die Überschrift freier Wettbewerb. Also das ist halt auch schon sehr, es pusht uns halt sehr in eine Richtung. Vermieter sind im Wettbewerb gezwungen, die Qualität ihrer Wohnung stetig zu verbessern. Das erlaubt es ihnen dann auch, ihre Mieteinnahmen etwas zu erhöhen. Moment. Also das hatte halt auch jetzt hier nichts mehr von notwendiger Vereinfachung von wirtschaftlichen Komplexitäten zu tun, sondern es ist ja wirklich hier gerade nur noch ganz krass lehrbuchartig. Oh, das stört mich jetzt gerade ein bisschen. Capranium schreibt, selbst bei mir in einer Kleinstadt mit ca. 10.000 Einwohnern trifft dies nicht zu. Hier bekommst du überteuerte Wohnungen im schlechten Zustand, weil die Nachfrage immer noch zu hoch ist. Ja. Das glaube ich. Ich meine, es hängt natürlich so ein bisschen ab, in welcher Region und so weiter, aber wo denn nicht? Regt mich gerade so ein bisschen auf. Ich möchte das böse P-Wort sagen. Das, was mit P anfängt und mit Propaganda aufhört, wäre das okay. Das ist absolut okay. Dieses Wort fiel auch, Moment, im App Store auch mehrfach in den Bewertungen. Ich hatte es extra rausgesucht und natürlich hat das mir hier die Suche wieder gelöscht. Moment. Erhard City hat 2,3 Sterne mit 24 Bewertungen damals bekommen. Also was heißt damals bekommen? Genau, hier bla bla, gutes Lernspiel, spielerische Herangehensweise an komplexe Themen, bla bla bla. Nettes Spiel mit schöner Optik, liebloses Propagandatool für Schüler im SimCity-Look. Politische Propaganda fernab der Realität. Bug Report. Propaganda für Kinder. Realitätsfern, paradox und voll mit neoliberaler Propaganda. Das war auch der Grund, warum ich dieses Spiel für heute ausgewählt habe. Fernab, ich mag das Design. Also was heißt mögen? Es geht ja in diese SimCity-Richtung und dachte mir, komm, guckst du halt mal. Aber gerade genau deswegen habe ich es heute ausgewählt.
Capranio lebt in einer Kurstadt. Ja, das ist natürlich. Da ziehen die Preise an, meistens wenn der Kaiser vor Ort ist. Ich kenne das, bin in Wiesbaden geboren. Ach, seine kaiserliche Majestät. Gute Wahl, oh Mann. So, vergrößertes Angebot. Unsere Studentin. In der Stadt wurde ordentlich investiert. Es gibt jetzt viele neugebaute sowie sanierte Wohnungen. Meine Wohnungssuche ist auf der Zielgeraden. In welche Wohnung soll ich ziehen? In die Neubauwohnung oder in die sanierte Altbauwohnung? Es sagt mir halt auch nichts über den Preis, ihre finanzielle Situation, ob sie alleine dort einzieht oder nicht. Aber als guter Prenzlauer Bergbewohner, sanierter Altbau. So, muss ja hier auch mal vorankommen. So, als Studentin habe ich nur ein kleines Einkommen. Ich muss sparen, wo ich kann. Ja, habe ich als Selbstständiger auch. Die Sanierung hat sich gelohnt. Meine Wohnungen sind begehrt. Es freut mich, dass mehr junge Leute in die Stadt ziehen. Das ist gut für die soziale Durchmischung. Wahrscheinlich alles aus Pastorenfamilien. Wir haben Geld. Wir haben Kinder. So, Bewertung der Bewohner. Dreimal lachen, einmal. Aber das hatten wir vorhin auch. So, Ludwig, erklär uns, was haben wir geschafft? Vergrößertes Angebot, das ist, glaube ich, nicht so. Das hatten wir auch. Achso, das sind jetzt alle. Ja, das hatten wir auch schon. So, das Wohnungsangebot ist um minus 2,5% geschrumpft. Die Wohnungsqualität ist plus minus null und die Mietpreise sind plus minus null. Was soll uns jetzt diese Statistik sagen? Ich dachte, die Mietpreise, keine Ahnung, wären leicht gestiegen, weil ja alles saniert oder neu gebaut ist. Dafür sollte die Wohnungsqualität wenigstens höher sein. Und ich dachte, wir hätten auf einmal so viel Angebot. Sorry. Da fühlt man sich halt auch so ein bisschen verarscht, oder? Ah, jetzt ist hier nochmal. Gut, die Mietpreise sind um 7,5% gesunken. Das Wohnungsangebot ist um 15% gestiegen. Okay, besser, aber warum ist jetzt, hat es uns vorhin das nicht so angezeigt? Aber okay, egal. So, und Wohnungsqualität ist um 12,5% gestiegen. Das heißt, also, es ist alles durchsaniert, alles toll, wir haben mehr Angebot und gleichzeitig sind auch noch die Preise gesunken, obwohl wir sanierte Altbauwohnungen haben. Sure. Gut gemacht. Jetzt haben wir das Silberne bekommen. Vorhin hatten wir, glaube ich, eine Bronze, ne? Es hätte mich jetzt mal interessiert, was wir für Gold hätten machen müssen. So, nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. In der Stadt wurden neue Wohnungen gebaut. Dadurch ist das Wohnungsangebot gewachsen. Da kein Mietendeckel in Kraft ist, wird auch in die Altbauwohnungen investiert. Die Qualität der Wohnungen ist hoch. Jedoch ist das Wohnungsangebot nicht ausreichend diversifiziert. Es gibt zu wenig Wohnungen für Personen mit geringem Einkommen. The fuck? Vor allem, was hätte ich denn auch irgendwie anderes anklicken können? Ich fühle mich gerade so ein bisschen verarscht. Warte, ich mach mal kurz zu. Achso, Moment. Nee, ich wollte klein machen. Und mal kurz gucken nach dem, diesem Lern-PDF-Gedöns hier. Download-Begleitheft für Lehrkräfte. Oh, wow, ist ein bisschen sehr groß. So, das alle gut sehen. So, auf einen Blick. Serious Game. Ein digitales Lernspiel für den Einsatz im Schulunterricht. Schülerinnen und Schüler. SUS, ich wusste nicht, dass Schülerinnen und Schüler SUS abgekürzt werden heutzutage, können mit der Wirtschaftssimulation spielend lernen und komplexe ökonomische Zusammenhänge in der sozialen Marktwirtschaft verstehen. Denn Erhard City macht hochaktuelle Wirtschaftsthemen als Szenarien spielbar und erklärt dabei die grundsätzlichen Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Okay. Das Spiel bittet sogar selbst um Lehrkräfte, ja. Das stimmt. So, ausprobieren, Auswirkungen beobachten, Perspektive wechseln, Kompromisse finden. Ich meine, haben wir ja gerade mit den zwei Durchläufen gemacht. Und das ist ja auch, das finde ich dann ganz cool, dass man es dann halt vergleichen kann und sehen kann, okay, was ändert sich, aber ob das alles, also sorry, das ist mir halt einfach ein bisschen zu
zu sehr aus einer Perspektive heraus argumentiert. Ich möchte das P-Wort jetzt nicht fallen lassen. Ja, okay. Es hat aber schon ein sehr starkes Geschmäckle. Genau, hier für Wirtschaft und Recht, bla bla bla, Betriebswirtschaft. Ich weiß ja nicht, was hat denn Betriebswirtschaft jetzt unbedingt mit Marktwirtschaft zu tun? Also schon zu tun, aber halt mit der Wirtschaft eines Staates. Aber okay. Genau, so ein bisschen Erläuterung. Zugriff und Hardware. Aus Bundesmitteln gefördert, von Experten entwickelt. Das ist ja auch ganz interessant. Mit Mitteln der Kulturstiftung des Bundes realisiert. Es gehört zu 50 ausgewählten Projekten, die im Rahmen von Dive-In, Programm für digitale Interaktion, gefördert wurden. Das Spiel entstand in Zusammenarbeit mit Game-Experten der Wegesrand GmbH und dem Ökonomen Professor Dr. Jan Schnellenbach von der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus-Senftenberg. Ach, das ist ein langes Wort, langer Name. Also ist natürlich auch schwierig, wenn man nur eine Fachdisziplin als wissenschaftliche Unterstützung mit reinnimmt. Und auch die soziale Marktwirtschaft ist halt nicht rein von Ökonomen geprägt. So, Inhalte, also Kurzbeschreibung, Aufgabe, Hauptrollen, Inhalte, ja. Lehrplanbezug macht ja Sinn für LehrerInnen. Hier das Vermittlungsziel, das finde ich ja ganz spannend, uns anzugucken. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es jetzt hier nicht so wahnsinnig viel Hilfestellung für LehrerInnen, außer dass das jetzt hier ein Überblick ist. Hier Wohnungsmangel. Was ist denn das Ziel, das uns hätte vermittelt werden sollen? Warte, erstmal gucken, was er so schreibt. Schon wieder zu lange nicht hingeguckt. Genau. Sind noch zu wenige Einflüsse, die das Ganze darstellen. Absolut. Es gibt ganze Parteien, die es für eine clevere Idee halten, einen Staat wie ein Unternehmen zu führen. Ja, Parteien, gibt es auch Stiftungen, gibt es auch andere Menschen, die das irgendwie total sinnvoll finden. Capranium schreibt, von Experten entwickelt, aber keine Wirtschaftsexperten, weil dafür ist die Vereinfachung zu hart. Anscheinend hat in irgendeiner Form ein Ökonom mitgearbeitet. Aber da ist halt auch die Frage, was er da jetzt groß gemacht hat. Ich meine, ein Ökonom ist wiederum kein Pädagoge, keine Pädagogin, die halt komplexe wirtschaftliche Sachen jetzt halt auch für sowas übersetzen kann, ist aber auch kein Game Designer. Also, weiß nicht, was da sonst noch so für Experten mitgespielt hätten. Netzfraktat schreibt, das sind dann Themen für eine nach- oder vorbereitende Unterrichtsstunde. Genau. Also ja, ich dachte nur, dass hier vielleicht nochmal so ein bisschen mehr Material oder Kontext auch für die Lehrkräfte zur Verfügung gestellt werden würden, außer dass es jetzt hier halt eine Übersicht ist. Aber okay. Wir können ja mal hier zum Thema Wohnungsmangel kurz gucken. Was hier so die Ausgangslagen sind, das wussten wir. Bla bla bla. Aufgabe war jetzt, dringend benötigen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, damit der Mietpreis sinkt, okay? So, Inhalte, Konsumentenperspektive, der Wohnungsmarkt für Bestandsmieter und Wohnungssuchende. Unternehmerperspektive, Auswirkungen von staatlichen Markteingriffen auf Eigentümer, Mietendeckelverstaatlichung. Ordnungspolitische Rahmenbedingungen für private Investitionen, Instandhaltung und Sanierung, Wettbewerb auf dem Wohnungsmarkt. Also fand ich jetzt, selbst wenn wir aus reiner Unternehmerperspektive das betrachtet hätten und total doll gefunden hätten, jetzt nicht so wahnsinnig erläuternd, was da für Wechselwirkungen sind und was weiß ich alles. Also dafür ist es halt auch einfach komplexer. Bereich Sozial- und Wirtschaftspolitik. Förderung von Neubauten als wirtschaftspolitische Maßnahme. Sozialer Wohnungsbau und Wohngeld als sozialpolitische Maßnahmen. Auswirkungen staatlicher Markteingriffe. Moment, Moment. Also bis auf die Auswirkungen staatlicher Markteingriffe, in Klammern bad, hatten wir jetzt hier nichts. Förderung von Neubauten als wirtschaftspolitische Maßnahme, okay, aber den Rest hatten wir überhaupt nicht. Weder sozialer Wohnungsbau noch Wohngeld oder sonst irgendwas. Sorry. Dann noch das Thema Makroökonomie. Ursachen für Wohnungsmangel, Faktoren für steigende und sinkende Mieten. Auch schwierig. Da, 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 da.
Netzpraktat ergänzt noch Vor- und nachbereitende Unterrichtsstunden als Kontextualisierung und die Frage, ob das wirklich so einfach ist, wie im Spiel dargestellt, ja. Genau, also ich finde das jetzt sehr schwierig. Jetzt wollte ich mal, genau hier Lehrplanbezug in Bayern natürlich. Realschule, Lernbereich 2, Gymnasium, Berufsschule, FOS, BOS, BOS, berufsbildende Oberschule, würde ich sagen. Und FOS ist eine Fachoberschule, ne? Genau, also kommt in sehr, sehr vielen Schulformen in irgendeiner Form vor. Besten, die nutzen lieber sowas wie City Skyline oder SimCity. Die Games vermitteln am Ende mehr und machen Spaß. Das stimmt. Da hat man tatsächlich sehr viel mehr Auswirkungen mit Bildung, mit Zuzug und Verwahrlosung von Städten. Sieht man ja, wenn die Leute wegziehen und irgendwie nicht genug Arbeitskräfte da sind oder nicht genug gebildete Arbeitskräfte. Das finde ich auch immer spannend. Manchmal ist mir nicht so ganz klar, was da jetzt womit zusammenhängt. Das hängt aber, glaube ich, eher an mir und nicht am Spiel. So, ich wollte aber gerade mal gucken, was die Vermittlungsziele sind. Also, was das Ziel halt war, logischerweise. Der Wohnungsmangel lässt sich nicht durch die Einführung eines Mietendeckels oder durch die Verstaatlichung von Wohnungskonzernen lösen. Diese Maßnahmen senken zwar kurzfristig die Mieten, führen aber nicht zu einem größeren Wohnungsangebot. Es profitieren nur die Bestandsmieterinnen und Mieter, nicht die Wohnungssuchenden. Da die Maßnahmen zudem private Investoren abschrecken, werden zu wenig neue Wohnungen gebaut. Durch den Mietendeckel sinkt zudem die Qualität der Bestandswohnungen, da Eigentümerinnen und Eigentümer aufgrund geringerer Einnahmen weniger investieren können. Außerdem werden viele Mietwohnungen vom Markt genommen und als Eigentumswohnungen verkauft werden. Der richtige Weg ist die Förderung des privaten Wohnungsneubaus. Dafür muss der Staat mehr Bauland ausweisen, überflüssige Bauvorschriften abschaffen und den Bau von höheren Gebäuden ermöglichen. Zusätzlich muss für Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen sozialer Wohnungsbau errichtet werden, der bedarfsgerecht günstigen Wohnraum zur Verfügung stellt. Also das ist, wie es zu sein hat. Also allein schon diesen Absolutheitsanspruch finde ich ja immer, kriege ich immer große Kotzen. Nicht, dass ich jetzt wahnsinnig für Mietendeckel oder für Verstaatlichung von Wohnungen sind. Das ist eine ganz andere Diskussion. Da würde ich tatsächlich ja auch zustimmen. Es führt ja erstmal nicht dazu, dass eine Wohnung mehr entsteht. Aber die anderen Argumente sind halt einfach ziemliche Behauptungen. Und wir konnten in diesem Spiel nichts davon auswählen. Also wir wurden ja gezwungen. Also sie haben uns ja gezwungen, entweder den Mietendeckel einzuführen oder die Verstaatlichung. Und dann haben sie uns gleichzeitig vor Augen geführt, wie schlecht das doch ist und wie böse, sodass wir es als PolitikerInnen wieder zurücknehmen mussten. Es blieb uns ja auch nichts anderes übrig. Wir mussten es ja wieder zurücknehmen und dann den Neubau fördern. Das war ja fast die einzige Auswahl, die wir hatten. Das heißt, im Prinzip das, was halt richtig ist, war auch schon längst vorgegeben und wir hatten keine andere Entscheidungsmacht. Das finde ich halt richtig, richtig scheiße. Und ja, wie wir alle schon festgestellt haben, für so ein Spiel kannst du jetzt nicht die richtig komplexen Zusammenhänge darstellen. Ich glaube, das würde das ganze Spiel halt sprengen. Aber man sollte es zumindest irgendwo anführen und vielleicht den Menschen halt auch die Möglichkeit geben, Auswahl zu treffen. Also das finde ich jetzt echt schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Aber okay. Genau, jetzt haben wir schon wieder 10 Uhr. Jetzt haben wir das Szenario mal zweimal durchgespielt. Was sagt ihr denn dazu? Mich würde natürlich sehr eure Meinung interessieren. Ist das ein Serious Game oder ist es keins? Ist es halt eher ein Lernspiel? Ist da ein Unterschied? Ich weiß es ja selbst noch nicht so genau und so richtig habe ich die Definition von Wikipedia dann auch nicht verstanden. Ich glaube, das ist auch, es ist halt einfach noch nicht so richtig fest definiert. Und wie hat euch das generell, dieses Spiel gefallen mit der Unterstellung, es sei neoliberale Propaganda, um hier nochmal in die Kritiken zu schauen? Würde mich natürlich sehr interessieren.
Madame Mim schreibt, ich glaube, man darf von diesem Spiel nicht erwarten, das alles abzudecken. Das ist konzipiert, um innerhalb von einer Stunde oder Doppelstunde ein bestimmtes Thema zu vermitteln. Die meisten Schülerinnen fangen ja nicht mit dem Brain von Erhard an. Das stimmt. Ja, da hast du natürlich recht, dass man es auch wiederum in diesem Kontext sehen muss, dass das jetzt hier kein 20-Stunden-Plot-Game ist, sondern halt für eine Schulstunde konzipiert ist oder zwei. Ja. Dafür, dass es ein ernstes Spiel sein will, kann ich es erschreckend wenig ernst nehmen. Kann ich verstehen. Also ich bin jetzt auch ein bisschen schockiert. Ich dachte mir ja erst so die Bewertung im App Store, Gott, ich lese sehr, sehr ungern Kommentare, Rezensionen oder sonst irgendwas, weil ganz ehrlich, 1000 Leute, 1000 Meinungen, blick dann lieber selbst drauf und versuche mir eine Meinung zu bilden, aber ich kann verstehen, wo es herkommt. Genau. Das ist auch das, was ich so eingangs erwähnt hatte, dass ich bei diesen ganzen Serious Games immer so das Problem habe, dass es halt so wahnsinnig pädagogisch ist. Es möchte mir immer was vermitteln. Es möchte mir immer sagen, was richtig und was falsch ist. Das wird mir vorgegeben. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schwierig. Und nicht so was wie Papers, Please. Da geht es, glaube ich, nicht darum, das Richtige oder, also da ist das Gewollte nicht vorgegeben, sondern dir wird halt einfach eine Situation sehr gut vermittelt, in der Menschen sich befinden, ohne dir jetzt zu sagen, das ist gut, das ist böse, das ist schwarz, das ist weiß. Und sowas finde ich dann als Serious Game, als Anliegen, auf Dinge aufmerksam zu machen oder Dinge zu vermitteln, doch einen besseren Ansatz als dieses wahnsinnig pädagogische, was dann bei mir immer bedeutet, ich habe die Antwort und jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich dir die Brücke baue, dass du zu meiner Antwort kommst. Moment, muss ich mal wieder spiegeln. Brio, da ist die Brio. Transformieren. Transformieren. Horizontal. Ach Gott. Tut so gut. Itzki schreibt, also ja, ich kaufe den Part mit innerhalb einer Schulstunde, aber vielleicht ist innerhalb einer Schulstunde dann kein brauchbarer Ansatz. Ja. Ich finde das schwierig, das einzuordnen. Sie ist aber auch so wie Madame Mim. Die Kritiken sind halt auch schlichtweg nicht von der Zielgruppe verfasst. Auch das stimmt natürlich. Ich denke, das Spiel selbst soll vielleicht jeweils einen Block abdecken und dann eben in weitere Stunden vor oder nachgearbeitet werden. Jedenfalls war Unterricht zu meiner Zeit noch so. Ist auch schon ein bisschen her. Ja, das ist natürlich schon, ja, da habt ihr absolut recht. Aber dann ist natürlich die Frage, warum man es halt auch so groß, was heißt groß bewirbt? Das tut man nicht und man sagt halt auch relativ von Anfang, na doch, also so wirklich sagt man es jetzt auch nicht von Anfang an, dass das jetzt nur für Schüler oder sogar gedacht ist. Das ist schon zumindest hier, Moment, guck nochmal, Download von Lehrkraft, aber es wirkt halt schon so, dass das jetzt auch für Menschen in unserem Alter auch interessant sein könnte. Ja. Capranium schreibt, es gibt Unterhaltungsspiele, die mehr darauf haben, die Realität nachzubilden und den Leuten was nahezubringen. Das Game gibt dir nur sehr wenige Optionen vor, mit klar definierten Ausgängen. Stellt euch ein Witcher 3 vor, in so einem vereinfachten System vor. Wir hätten es alle nicht gespielt. Das stimmt natürlich. Es ist etwas zu unterkomplex für so komplexe Themen. Das pädagogische Richtige oder Falsch macht sich gut, wenn es richtig und falsch gibt, aber je komplexer, desto weniger hat man richtig und falsch und desto mehr hat man besser und schlechter. Ja, absolut. Deswegen ich glaube, es ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, so wie Madame Mim und Netztraktat ja auch sagen. Es ist natürlich für einen Unterricht ja, gedacht, der. Lass es 2 Doppelstunden sein. Selbst das ist ja immer noch plus dann noch Vor- und Nachbereitung zu wenig, um sowas Kompliziertes wie eine Marktwirtschaft wirklich zu verstehen. Ich meine, dafür gibt es halt auch einfach Studiengänge, die nichts anderes tun, als nur Teile von Wirtschaft sich anzusehen.
Deswegen ist es natürlich schwierig, das in irgendein Lehrinhalt für einen schulischen Kontext zu bringen. Das stimmt. Aber es ist dann natürlich immer so die Frage, der Ton macht die Musik, ne? Musik macht den Ton? Nee, und das finde ich dann so ein bisschen schwierig, weil es hier schon ziemliche Vorgabe ist, was es, in welche Richtung es gehen soll, was richtiges Verhalten ist und was gut ist. Und das finde ich dann so ein bisschen schwierig. Es ist jetzt kein Gedankenanstoß oder dieses, wir geben ein bisschen was vor und überspitzen es, damit ihr es im Unterricht diskutieren könnt, sondern es ist ja schon eine sehr klare politische Richtung, in die es geht. Und das stört mich hier gerade so ein bisschen. Madame Mim schreibt, möchte auch nicht den Eindruck vermitteln, dass ich das Spiel überzeugt fand. Wie gesagt, als Schülerin hätte es mich absolut nicht abgeholt. Aber in unserem Schulsystem ist es, denke ich, immerhin der Versuch, eine gewisse Abwechslung, um mit dem Medium des Spiels Inhalte zu vermitteln und nicht nur mit dem Overhead-Projektor. Absolut. Also ich finde es auch gar nicht so, also ne, von der Idee her, es greift halt auch die Ästhetik und so ein bisschen das von Spielen aus, die Leute, Schülerinnen, die SUS, ja auch kennen, ne? City Skylines, SimCity und so weiter. Das macht's ja, glaube ich, dann auch noch mal ein bisschen niederschwelliger. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja. Der Ton macht die Musik. Dankeschön. Ich hab's nicht so mit Redewendung. Mein bester Versprecher war mal, das kannst du in der Tonne rauchen. Und am Ende schreibt, natürlich kann es dabei nicht glänzen wie beispielsweise die Sims, schlichtweg, weil wir zu wenig Geld in das Schulsystem stecken und da keine Mega-Investoren dahinter stehen. Ja. Capranium schreibt, die Idee ist gut, aber der Ansatz ist falsch. Man sollte sich fragen, wie man so etwas in ein gutes Spiel verwandelt. Ja. Ich glaube, da bewegt sich auch gerade viel. Diese ganze, so zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, fängt das ja jetzt erst so richtig an. Es gibt Forschung dazu, es gibt ja auch Game Studies und Spieleforschung ja auch noch nicht so lange, dass die auch wirklich anerkannt sind und gesehen werden, dass man darauf zurückgreift, auf solche Sachen, wie vermittelt man das spielerisch, was gibt es da für Tendenzen und Möglichkeiten und Mechaniken, und das halt mit anderen Wissenschaften zusammenzubringen, um es dann wiederum halt auch so zu verpacken und zu designen, dass es irgendwie halt auch den SUS gefällt oder halt auch anderen Normalsterblichen. Aber ja, also ich glaube, da wird sich noch viel bewegen und da wird noch viel kommen in den nächsten Jahren. Und es ist ja auch schön, dass es dafür Förderungen gibt. Ich kenne diese ganzen Förderprogramme. Ich hätte mich da auch gerne beworben, aber da brauche ich mich gar nicht erst zu bewerben, weil ich nichts pädagogisch Wertvolles tue. Und das ist dann natürlich auch wieder so was sehr Deutsches. Madame Mim schreibt, das wiederum den Nebengeschmack der Propaganda erklärt. Achso, was wiederum den Nebengeschmack der Propaganda erklärt. Wer muss es ja finanziert haben? Das vermutlich nicht völlig uneigennützig. Ich gehe auch mal davon aus. Also diese Ludwig-Erhard-Zentrum hat das in Auftrag gegeben. Es gab die staatlichen Fördermittel, aber man weiß ja jetzt nicht, wie viel da auch von dem Zentrum zum Beispiel mit reingeflossen ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Werden wir wahrscheinlich nicht so einfach erfahren. Itzki schreibt, ich habe für mich mitgenommen, sollte ich jemals ein Serious Game bauen, dann braucht es viele, viele Optionen. Ja. Nächstes Mal können wir uns als Gegenstück ein gelungenes Serious Game anschauen. Netztraktat, wenn dir eins einfällt, das du sehr, sehr gelungen findest, sag gerne Bescheid. Dann machen wir das auch einfach. Ich kenne mich in diesem Bereich nicht so sehr aus, was ich ja schon eingangs erwähnt hatte. Wenn ihr aber irgendwas habt, was ihr euch zusammen anschauen wollt, sagt mir Bescheid, gerne hier im Chat oder bei unserem Discord-Server. Auf unserem Discord-Server per E-Mail, per Brieftaube. Das wäre total cool. Und dann können wir das ja auch gemeinsam an einem Donnerstag uns anschauen. Genau so, wie wir das heute getan haben. Hier ist, ha, Discord, es klappt. Genau. Netztraktat ist eher in anderen Genres unterwegs, aber wir finden sicher was Schönes. Genau, ich kann auch einfach mal googeln, was so die, keine Ahnung, ich würde nicht nach Auszeichnungen gehen, weil ich ta davon tatsächlich noch weniger halte. So, keine Ahnung, am höchstbewertesten oder ja, irgendwie am besten
gelikedesten Serious Games, können wir ja mal gucken, was es da so gibt. Moment, notiere ich mir, wo ist mein Notizprogramm? Da ist mein Notizprogramm. Machen wir dann einfach im Januar. Januar, den Donnerstag. Gelungenes Serious Game. Gucken wir einfach mal, gibt ja genug. Kennen ja auch genug Leute, die man mal fragen könnte. Der Lehrer meines Vertrauens empfiehlt gerade Ludwig. Worum geht's da? Moment, ich gucke gleich, ich google, ich muss nicht tippen. Ludwig ist notiert. Mich hat auch Gabraniums Idee abgeholt, einen Farmsimulator zu spielen mit einem Gast aus der Landwirtschaft. Okay, notiere ich mir mal Farmsimulator plus Gast Landwirtschaft. Da ich auf dem Land aufgewachsen bin, kennen wir bestimmt jemanden. Gucken wir mal. Das wird ein bisschen länger dauern, bis ich da was habe. Ich kenne mich da nämlich gar nicht aus. Was wir aber, wenn wir können ja so eine kleine Reihe mal draus machen, fände ich ja eigentlich ganz cool. Für uns drei KunsthistorikerInnen gibt es nämlich hier in dieser Übersicht zu Serious Games sogar Kunstgames. Ein Kunstspiel beziehungsweise Art Game nutzt das Medium Computerspiel aus, um interaktive und multimediale Kunst zu schaffen. Bla 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 bla. Und da werden genannt Journey, The Stanley Parable und Abzu. Weiß nicht, wie man spricht. Wäre natürlich dann auch mal spannend. Dann hätte man Wirtschaft, dann hätte man Landwirtschaft und Kunst könnte man halt mal zusammen machen. Haben wir so ein bisschen andere Überblicke über drei verschiedene Bereiche in Serious Games. Wenn ihr da Lust habt, total gerne. Würde ich mich sehr freuen. Genau. Ich würde sagen, Naturwissenschaften liefern safe, ja. Wollte gerade fragen, gibt es nicht ein Spiel, in dem man eine Galerie leitet? Stanley Parable? Achso, letzter Part wollte es selbst spielen. Dann sag Bescheid, ob wir es machen sollen oder nicht. Hier ist Stanley Parable. Ist ein von Davy Rienren entwickeltes Adventure-Computerspiel, das auf eine interaktive Modifikation Source Engine von Valve basiert. Das interessiert mich jetzt gerade alles nicht so sehr. Hier, das Spiel kommt ohne Kampfszenen aus, stattdessen steuert man den Protagonisten Stanley durch surreale Umgebungen. Währenddessen wird jeder Schritt von einem Erzähler gesprochen, vom Briten Kevin Prighting kommentiert. Der Spieler hat die Möglichkeit, mehrere Entscheidungen zu treffen, welche den Weg betreffen. Somit kann man sich gegen die Erzählung entscheiden. Jede Entscheidung bringt ein anderes Ende mit sich. Redden kam die Idee zu diesem Spiel, nachdem ihm klar wurde, dass die meisten Blockbuster-Spiele dem Spieler einen Weg aufzwingen und somit wenig Entscheidungsfreiheit lassen. Er entwarf eine Erzählung, die das ändern sollte. Das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Aber wenn du es zuerst spielen willst, dann schieben wir das einfach ein bisschen nach hinten. Journey klang jetzt auch noch ganz nett. Moment. Bla 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 bla. In Journey spielt man eine mit einer Robe begleitete Figur, die durch eine riesige Wüste läuft, auf dem Weg zu einem großen Berg am Horizont. Auf dieser Reise kann der Spieler weitere Spieler treffen, allerdings immer nur einen gleichzeitig. Die beiden Spieler können sich gegenseitig helfen, aber nicht per Sprache oder Text miteinander kommunizieren. Bla 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 bla. Okay, ich dachte, das wäre jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Kunstbezug. Würde es auch eher als Walking Simulator einordnen, nicht als Serious Game, ja. Klang jetzt auch so. Ich denke mal, da geht es dann halt eher darum, dass es halt sehr künstlerisch ist. Kunstvoll, wie sie hier nennen, vom Grafikstil her und so. Aber so eine Galerie leiten, das wäre auch lustig. Journey ist eines der emotional besten Spiele, die es gibt. Oh, das klingt gut. Erinnert mich auch daran, als wir hier über den Weg in den Himmel, den Stream hatten, hatten wir auch ein Spiel, das mir von einer Freundin empfohlen wurde, wo man Geister als Fairy Man über den Fluss, über den See im Prinzip bringt, zum Portal, wo sie dann ins Jenseits übergehen und so. Das war natürlich auch
ganz schön. Aber ich glaube, dafür lassen wir gerade so komplett den Context Serious Games. Lass mich mal gucken, ob ich zu Ludwig schnell hier eine Zusammenfassung finde. Ja, dass es ein Vorname ist, ist mir bewusst. Namenstage, nein. Sehr viele Menschen, die Ludwig heißen. Nee. Muss ich schnell googeln. Moment. Ludwig Game. Ah ja. Ludwig ist ein Serious Game, das sich speziell an Kinder ab 11 Jahren richtet. Passt sehr gut. Und spielerisch den Physikstoff der 5. bis 8. Klasse vermitteln soll. Nachdem das Spiel zunächst in Schulklassen getestet wurde, ist es nun auch für den privaten Gebrauch verfügbar. Das klingt doch auch süß. Hat mich zu einer Steam-Page geführt. Ich habe es jetzt gerade hier bei spieleratgeber-nrw.de gefunden. Ah, hier, playludwig.com. Moment, das soll ich auch schnell zeigen. Abenteuer Physik, trifft Ludwig auch, ein süßer kleiner Roboter. Genau. Hat auch ganz viele Preise gewonnen. Auch das können wir uns ja auf jeden Fall mal angucken. Dürfte ja jetzt nicht so. Oh, es ist natürlich immer gut, irgendwie große Kulleraugen an Roboter zu machen, sodass sie dann anthropomorphisiert sind und wir sie wahnsinnig niedlich finden. Genau, Spiritfarer, das war das Spiel. Ja, danke schön, Madame. Genau. Oh, löse knifflige Rätsel beim Experimentieren im Labor. Im Übrigen, ich war in den ganzen naturwissenschaftlichen Fächern in der Schule null. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall zusammen machen. Ansonsten wird's peinlich. Genau. Nee, können wir auch machen. Also ich habe es jetzt notiert und dann machen wir das im neuen Jahr. Können wir uns einfach ein paar Serious Games angucken. Und wenn ihr noch euch noch was einfällt, dann können wir ja mal so ein bisschen verschiedene Genre durchgehen von hier Naturwissenschaften, Kunst, sonst irgendwas. Das fände ich sehr spannend. Eine schöne kleine Reihe. Ist hier eigentlich jemand alt genug für die ganzen Addi-Spiele von früher? Mir sagt das überhaupt nichts. Ich werde in einem Monat 35. Ich glaube, da gab es das alles noch nicht. Und wir möchten nicht drüber reden. Genau. Ich habe Anno 1602 zu Weihnachten bekommen, als es frisch auf dem Markt war, Jahre alt. Okay. So, genau. So, jetzt haben wir hier irgendwie 2 Stunden verbracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde langsam mal dem Ende entgegengehen. Es waren so Lernspiele mit einem Alien. Okay, kenne ich gar nicht. Genau, langsam dem Ende entgegengehen. Und wir haben auch dieses Jahr nur noch einen Stream. Total traurig. Also einerseits das Jahr ist um, andererseits eine Woche Urlaub mit mal aus dieser Stadt rauskommen. Wir fahren tatsächlich eine Woche weg und seit zum ersten Mal in 16 Monaten verlasse ich Berlin. Und ich glaube, ich brauche das sehr dringend, ein wenig Tapetenwechsel. Deswegen herzliche Einladung zum nächsten Dienstag, 20 Uhr Stream. Bisschen Rückblick, bisschen Ausblick und vor allem Ideen sammeln, euch präsentieren, was ich mir überlegt habe, aufgreifen, was ihr vielleicht euch wünschen würdet für das nächste Jahr hier auf Twitch, was wir machen können, was wir uns anschauen sollen. Jetzt haben wir ja schon eine Reihe Serious Games. Betrachtungen uns überlegt, spontan, was ich auf jeden Fall gerne machen möchte mit euch und so weiter. Gibt es so ein paar Sachen, die ich gerne euch zeigen möchte, Ideen fallen lasse und gerne eure Meinung hören würde dazu, was ich mir so in meinem verwirrten Gehirn überlegt habe. Und genau, ansonsten natürlich auch einfach ein Community Appreciation Abend, weil das hier seit 6 Monaten sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich mich sehr freue, mit euch hier durch die ganzen fantastischen Sachen reisen zu dürfen und so weiter. Genau. So, deswegen herzliche Einladung nächste Woche Donnerstag hier zum Abschluss. Und ich weiß tatsächlich immer noch nicht, wann es im Januar weitergehen wird.
weil ich noch auf die Rückmeldung für einen Förderantrag, den ich gestellt habe, warte. Da hieß es Ende des Jahres. Ende des Jahres kann natürlich zwischen jetzt und Mitte Februar alles bedeuten. Und sollte ich die Förderung kriegen, werden wir noch einen dritten Stream haben, den ich aber vorbereiten muss, weswegen ich ein wenig mehr Pause im Januar brauche. Oder ich krieg's halt nicht, dann bin ich ganz traurig. Und wir fangen dann in der ersten Januarwoche wieder an. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse es euch aber wissen und freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Genau. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, wer noch so online ist und gucken, wen man raiden kann. Lasst mich gucken, wo ist mein anderer? Da ist mein anderer Schreibtisch. Ich habe so viele Schreibtische. Und genau, das wäre es meinerseits von heute. Ihr merkt, ich brauche auch, glaube ich, gerade irgendwie ein bisschen Pause. Und hoffe, es hat euch gefallen. Für alle Menschen, die hier noch neu dazugekommen sind, ich freue mich natürlich wahnsinnig auch über ein Follow dieses Kanals ungefähr hier unten, damit ihr immer wisst, wann wir online gehen und was wir tun. Ich schreibe das jedes Mal in die Notifications. Und weil wir einen Dachshund-Counter haben, ab 500 Followern bei Twitch gibt es einen Streamhund, den wir anschaffen werden. Einen wunderbaren kleinen Cerberus-Dackel, den wir natürlich dann als mit kleiner Cam irgendwie in der Ecke haben werden, weil es wahnsinnig niedlich ist. Deswegen lasst gerne ein Follow da. Ich freue mich. Cerberus der Zukunft freut sich. Und generell ist das natürlich eine schöne Sache. Wahrscheinlich kriege ich den Hund auch früher. Genau. Habt einen wunderschönen Abend. Lasst uns gucken, wen wir raiden können. Wer ist denn online? Wollen wir ein bisschen Kunst? Wollen wir ein bisschen Tabletop? Hier ist eine Talkshow oder Razertainment ist online. Ich würde ja sagen, wir können noch mal uns ein bisschen Kunst angucken. Das ist ja ein schöner Ausklang zum Abend. Und dann genau bei der lieben Christiane, Fetiane, die macht ganz tolle Dungeons and Dragons, nicht Dungeons, seht ihr, ich brauche Pause. Rollenspielkarten und unterhält sich dann während des Malens mit ihrem Chat und das ist immer ganz toll und eine ganz tolle Künstlerin. Gucken wir uns die an. Genau, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, gerne ein Follow dalassen und ansonsten nächste Woche Dienstag, 20 Uhr geht's weiter und wir hüpfen rüber zur lieben Fetiane, Christiane, auch hier aus Berlin. Hey, Berlin. Und ich wünsche euch einen wunderschönen vierten Advent. Genießt, das Wochenende und bis nächste Woche.